Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Wir kommen zu Fellner live, heute live am Feiertag. Danke den beiden Herren, dass sie den Weg ins Studio gefunden haben. Wunderbar. Danke Ihnen, dass Sie zuschauen. Friedhofsbesuch erledigt, Halloween überstanden, hoffe ich. Und damit heute am Feiertag bei uns. Und wir hoffen, Ihnen diesen Abend auch würdig gestalten zu können. Fellner live letzte Woche, zum ersten Mal seit langer Zeit in aller Munde. Sogar, wie wir seit gestern wissen, international. Viel zitiert, Sie werden es nicht für möglich halten. Peter Westenthaler hat wieder mal einen Enthüllungscoup geliefert. Er ist nämlich durch Favoriten spaziert und dabei ist er auf folgendes Ungetüm gestoßen. Bitte schauen wir uns das an. Ja, das soll ein Brunnen sein. Passt ganz gut zu Halloween, muss man sagen, von den Figuren. Sollte eigentlich gestern gefeiert worden sein. Wir sehen den Herrn Bürgermeister lächelnd, den Herrn Bundespräsidenten lächelnd, die Wiener Stadtregierung lächelnd. Und da sehen wir diese wunderschönen Brunnenfiguren von unglaublicher künstlerischer Potenz. Wir sehen hier zum Beispiel eine herausgestreckte Zunge. Es könnte natürlich auch ein anderer Körperteil sein. Und da sehen wir, wie der Bezirksvorsteher von Favoriten ganz stolz um seinen Brunnen schreitet. Da war der Brunnen noch unversehrt. Seit gestern ist er bespräht, vandalisiert und in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl man extra, muss man dazu sagen, wie uns der zuständige Stadtrat erklärt hat, einen Antispray-Sprüh auf die Figuren draufgegeben hat, damit sie eben nicht... Schauen Sie sich dieses wunderschöne künstlerische Dokument an, der Gruppe, wie heißen die? Ja, Gelatin. Gelatin, die in Salzburg schon so einen schönen Brunnen installiert hat, wo einer dem anderen in den Mund pinkelt, musste dort wegen des Protests der Bürger wieder abgebaut werden. Riesenprotest auch bei uns, Riesenecho auf die letzte Sendung. Der Westenthaler Beitrag ist überall durchs Krach gegangen, auf YouTube, auf Facebook, auf Ö24, in diversen anderen Seiten von Express bis andere Mitbewerber, wo immer nicht nennen, die uns auch die Ehre gegeben haben, uns da in großem Stil zu zitieren. Und dann sind wir gestern plötzlich international geworden und die ganze Story hat in der Schweiz, in Deutschland, in England überall ihren Niederschlag gefunden. Wer immer dafür gesorgt hat, jetzt ist sozusagen Wien endlich international kulturell ordentlich beachtet und wahrgenommen worden und alle sprechen über diesen wunderbaren Brunnen. Peter, eine Woche danach stehst du noch immer unter den Schockauswirkungen dieses Brunnens oder freust du dich über das Echo? Also ich freue mich über das Echo und den Empfang durch die Favoritener Bevölkerung. Denn seit gestern ziehen schwarze Tränen, die aus den Augen und aus der Nase runterrinnen, von diesen Zombie-Monstern, die da sitzen, diesen Brunnen. Und ich muss sagen, wie immer das gemacht hat, hat sich was einfallen lassen, denn das ist wirklich zum Blären, was dort los ist. Und das ist ja wirklich katastrophal. Ein unfassbares Echo. Ich hab sowas noch nie erlebt in den letzten Jahren. So ein Echo auf einen Diskussionsbeitrag hier. Und zwar warum? Weil das Wesentliche müssen wir ja sagen, das Ding hat 2,1 Millionen brutto, also 1,8 Millionen netto, den Wiener Steuerzahler gekostet, dank der segensreichen SPÖ Wiener Stadtregierung, die diesen Unsinn, ich verwende jetzt keine stärkeren Worte, weil heute ist eigentlich ein katholischer Feiertag, sonst hätte man noch mehr einfallen zu diesem Brunnen. Aber wie kann man in einer Zeit, wo die Menschen, jetzt fängt die Heizsaison an, sich jeden Tag entscheiden müssen zwischen Heizen, Miete zahlen und Essen einkaufen, so einen Brunnen für 2 Millionen Steuergeld dorthin bauen? Das ist so unfassbar. Und ich habe jetzt da weiter recherchiert, ich habe mir diese Künstlergruppe angeschaut, die, wie du ja richtig gesagt hast, schon in Salzburg negativ aufgefallen ist. Wissen die das nicht? Weiß das der Herr Bürgermeister nicht und seine Regierung, was das für Gruppen ist, die mit Fäkalbildern berühmt geworden ist, mit Geschlechtsteilen, mit Kackbildern. Also das ist ja alles unfassbar und so eine Truppe, so eine Unnötige kriegt dann noch diesen Auftrag für 2 Millionen Euro Steuergeld. Was ist denn in dieser Stadt Wien los, frage ich mich, die so etwas zulässt? Was ist in einer Stadt Wien los, die sich kümmern sollte,
Gestern, also heute und morgen ist aller Heiligen, aller Seelen. Ich kriege Beschwerden, weil sich die Menschen die Gräber nicht mehr leisten können. So schaut es aus, weil die Gebühren erhöht worden sind. Und die kündigen die Gräber, wo ihre Familienmitglieder drin liegen, weil sie es nicht leisten können. Und dann sehen sie in Favoriten am Helmut-Zilk-Platz wohlgemerkt, der Helmut dreht sich im Grab um, so einen, ich sage es jetzt trotzdem, was ich mir denke, so einen Scheißdreck, das gehört weg dort, das gehört dort wegplaniert und da gehört was Gescheites hin, meinetwegen irgendein Gedenkmal oder irgendwas Grünes, aber bitte, die Kinder und ihre Eltern gehen dort nicht vorbei, weil sie die Kinder mittlerweile fürchten vor diesen Zombie-Monstern. Was Halloween? Soll das sein? Naja, Halloween ist es eher schmeichelhaft. Das ist ja arg, das hat ja mit Halloween nichts zu tun. Das sind irgendwelche verstümmelten Gestalten, die da sitzen. Keiner weiß warum. Ich bin entsetzt, fassungslos und über diese Geldverschwendung eigentlich auch erbost und wütend, so wie ganz Favoriten und ganz Wien auch schon seit gestern. Sepp, lieber Josef Czab, wie reagierst du auf das als ein der Wiener Stadtregierung ja sehr positiv gegenüberstehender Bezirksvertreter von Jernals? In Jernals gibt es so einen Brunnen ja noch nicht. Wer weiß, was weiß man, was der Stadt einfällt, dass die nur in deinem Bezirk hinstellen. Ja, aber den Bezirk hast du ja häufig unter Kontrolle. Erstens, würdest du in Hernals so einen Brunnen aufstellen? Zweitens, findest du es gut, wenn man für so einen Brunnen 2 Millionen auszahlt? Und drittens, braucht man das Geld nicht für was anderes? Ich muss mal vorausschicken. Ich komme zwar viel herum in Wien, ja, ja. Aber in Favoriten bei dem Brunnen war ich nicht. Wäre das da nicht in der Sendung sozusagen zur Sprache gekommen, wäre das wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu mir vorgedrungen. Das ist einmal das eine. Das Grundsätzliche ist, also wir in Hanau haben wir gehabt, die Schrammeln und wir haben ganz andere Motive gehabt. Ja, und haben andere Motive bei solchen Gelegenheiten. Aber ihr habt auch Brunnen dort. Ja, warum? Es gibt ja den Eisbau. Wir haben ja da Wasser unter der Erde. Vielleicht kommt es bald wieder frei. Das muss bald wieder gefeiert und, werden. Ja, natürlich. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Schau, man muss jetzt streng unterscheiden zwischen künstlerischer Freiheit, zwischen dem, dass es heute Künstler gibt, die sich ausdrücken, Skulpturen machen und so weiter. Das ist die eine Seite. Wenn das vom Privaten finanziert wird, ist es wieder eine andere Seite. Und wenn das dann in der Bevölkerung akzeptiert ist, dann kann man sowas, dann kann man alles hinstellen. Ja, überhaupt keine Frage. Wenn es mit öffentlichen Geldern ist, muss ich die Frage stellen, wer hat, warum sich dafür entschieden. Und ich habe bei der letzten Sendung schon gesagt, wie wir über das da diskutiert haben, nachdem ich mir das da angesehen habe, ich mache kein kulturelles Urteil, weil ich will nicht den Eindruck erwecken, ich mische mich ein in die künstlerische Freiheit. Aber als Spaziergänger, als einer, der vielleicht vorbeigeht, ja, muss ich ehrlich sagen, ist das auch etwas, wie sagen wir, für 2,1 Millionen brutto, ist das etwas, was mir mehr als nachdenklich macht. Denn es werden dort Leute vorbeigehen, die gerade ein Problem haben, die Miete zu bezahlen, die Stromkosten, Nahrungsmittel, also die wirklich Probleme haben. Und die sagen ja zur künstlerischen Freiheit, ja zur Verschönerung der Stadt, ja zu Kulturdenkmälern. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Größenordnung aber und die Kosten und der Umfang und vor allem auch diese Art von Darstellung, die halt, wie soll man sagen, wenn es ein bisschen dunkler ist und es gingen die Kinder vorbei, weiß ich nicht, ob sie die darüber gefreien, aber vielleicht ist es nie dunkel dort, vielleicht wird es immer beleuchtet. Aber ich bin der Meinung, ich persönlich hätte ich es zu entscheiden gehabt, ja, hätte, so wie ich es jetzt formuliert habe, hätte ich gesagt, Schatz, ich weiß nicht, ob es nicht was anderes ist. Was hätte denn der Helmut Zilk, den du so gut kennst wie ich oder kanntest wie ich, was hätte denn der dazu gesagt, deiner Meinung? Der Helmut Zilk hat durchaus die Bereitschaft gehabt, mit seiner damaligen Kulturstadträtin, auch experimenteller, provokanter. Also der war da durchaus offener. Ja, aber im Rahmen, muss man ehrlich sagen. Aber immer im Rahmen und immer in Übereinstimmung mit der Bevölkerung. Ja. Ja, der war andersweise gar nicht denkbar bei ihm. Also das war, der war etwas, der immer auf das halt sehr stark geachtet hat. Ich glaube, dass ein Teil derer, die dort gestanden sind bei der Eröffnung, das vorher gar nicht gesehen haben. Der Ludwig und der Van der Beek. Ich glaube, die haben das vorher gar nicht gesehen. Du meinst, dein Bürgermeister wurde überrumpelt? Na, der ist dort gestanden, hat das gesehen. Ja. Also, ich habe ihn nicht gefragt. Ja. Aber es gibt eine Verantwortlichkeit. Na, jetzt kannst du mal kurz durchatmen. Die Kulturstadträtin ist dafür. Die, glaube ich, müsste es eigentlich gewusst und entschieden haben. Die hat es entschieden und gemacht. Jetzt sage ich dir, wie es wirklich war.
Erstens einmal war das ein Akt im Wiener Gemeinderat mit Planung, mit allem drum und dran. Das hat man Einsicht nehmen können, auch das Geld. Die Freiheitlichen haben als Einzige dagegen gestimmt, haben sich dagegen gewehrt. Zweitens, hauptverantwortlich der Wiener Bürgermeister Ludwig, weil ohne den passiert in der Stadt einmal gar nichts, schon gar nicht sowas, der dafür war, der das ja auch eröffnet hat, gemeinsam Hand in Hand mit unserem, Bundespräsidenten, also erster Hauptverantwortliche. Zweitens natürlich die Stadtregierung und zum Dritten der gute Bezirksvorsteher von Favoriten, der in seinem Bezirk so einen Unsinn zulässt. Und jetzt sage ich dir noch was, Josef. Ich kenne den Platz, das ist ja mein Favorit. Ich nehme den nächstes Mal mit und sag dir das. Okay. Dann kriegst du einen ordentlichen Schrecken. Daneben, neben diesem Brunnen, ist nicht nur der Helmut-Zilk-Platz, sondern eine Schule und ein Kinderspielplatz, der dort errichtet ist. Und da stellen sie sowas hin. Das hat nichts mit experimenteller Kunst und mit Freiheit der Kunst zu tun. Sowas macht man einfach nicht. Dann sollen sie sich ihren Brunnen ins Rathaus einstellen, ja, beim Parkplatz des Herrn Ludwig, dann kann er sich jeden Tag anschauen und sich mit Grauen abwenden, aber lasst die Bevölkerung mit so einem Scheißdreck in Ruhe. Und mit sowas, mit solchen Steuergeldverschwendungen, das versteht ja keiner. Jetzt haben sie eh das Problem mit ihren vergoldeten Kleingärten, die Wiener SPÖ, seit Wochen, und jetzt haben sie das Geld noch mit beiden Händen aus dem Fenster raus. Das ist ja das, was mich so stört. Kunst darf alles grundsätzlich, aber nicht dort, wo es nicht passend ist, nämlich bei Kindern und bei Schulen, und auch dort nicht, wo es den Steuerzahlern zu viel Geld kostet. Peter, abschließend, wie war denn das Echo auf die letzte Sendung? Was hast du da mitgebracht? Unfassbar, also nicht nur in den Social Media, ist ja das durch die Decke gegangen, sondern ich habe persönlich unzählige Mail-Zuschriften bekommen. Vor allem stellen sich dort die Menschen, die Anrainer, die Frage, wie kriegen wir den wieder weg dort? Weil das ist jetzt die entscheidende Frage. Vielleicht schaut uns heute am Feiertag, weil einiges tun hat, am langen Feiertag der Herr Ludwig zu, und er sinnt sich eines Besseren und sagt, pass auf, das räumen wir weg, und die 2 Millionen, das zahlt die SPÖ und nicht der Steuerzahler. Das wär's. Und dann machen wir dort auch gescheit, dann machen wir Grünfläche hin oder was auch immer, einen wunderschönen grünen Brunnen, was immer er will. Und wo stellen wir den Brunnen dann auf? Was machen wir mit dem Brunnen? Ja. Und der Geisterbahn im Brader. Dort passt er hin, da können sie die Figuren aufbauen, dort schrecken sie alle davon. Oder am besten überhaupt, das sind eh nur Beton, das ist nichts wert, das ist ja nur Beton. Mehr ist ja das nicht, das ist gestanzter Beton. Man fragt sich ja, wie kommt es zu den 2,1 Millionen? Das fragt man sich. Ja. Da haben sicher einige ordentlich mitgeschnitten. Das sind ja sehr viele Leute, diese ganze Künstlergruppe, die wollen ja alle entlohnen und bezahlt werden. Und vielleicht kriegen wir ja auch eine Aufstellung, wer das ganze Geld bekommen hat. Denn das Material kann es einmal nicht gewesen sein. Der Beton kostet nicht so viel, wie wir wissen aus Heiselbauer. Ja. Aber offensichtlich ist dort wieder ein Freund, eine Freundelgruppe der SPÖ Wien bedient worden, und die hat das da machen dürfen. Schade. Dich empört das. Mich empört das, und ich lasse so lange keine Ruhe, bis das Ding dort weg ist. Schau, ich sage dir was. Ich hätte gern, ich bin nicht im Gemeinderat, ja, ich bin nicht im Landtag in Wien. Ja. Wenn du sagst, die haben das dort sogar breiter im Rahmen der Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse aufgelegt und beschlossen. Die Frage ist, haben die das gesehen? Liegt in den Unterlagen bereits die Ferne? Das müsste dort hinstellen. Ja. Dann muss man sich fragen, was sie an dem so attraktiv finden und warum sie glauben, dass es dort stehen muss. Also ich möchte an dem Ganzen, du bist immer so ein Inquisitor, ja, ich verstehe das, aber die Empörung ist in einem gewissen... Ich sage es jetzt entleiben, ich kann nur sagen, ich hätte es nicht hingestellt. Du kannst nur sagen, Herr Nals kommt es nicht, wenn es angeräumt wird. Ja, also ganz Herr sicher Nals nicht. Ist nicht die nicht der Entsorgungsbezirk. Nein, also ganz sicher nicht. Aber es ist jedenfalls dieser typische Streit zwischen Freitag Kunst, öffentlichen Geldern und Norme unterscheide. Bei privaten Geldern kann sich einer hinstellen, was er will. Völlig die Frage richtig, ist, ob die Leute es dort wollen. Also das ist der Punkt, auf den ich das zuspitzen möchte. Und ästhetisch und kulturell und so weiter ist das eine Ausdrucksform dieser Gruppe. Wenn die Gruppe Käufer findet, ja, dann hat sie es gefunden. Mich hätten es nicht gefunden. Wenn sie einen Trottel in Form der Stadt Wien finden, noch einen Trottel in Form der Stadt Salzburg, ist es natürlich weniger lustig. Natürlich, ne? Haben sie reich gestessen. Also die brauchen ihr Leben lang nicht mehr viel machen mit den 2 Millionen. Dann geht es ja wunderbar. Das finde ich alles super. Für mich ist das Hauptargument, und das, was dahinter steckt, ist, wie dicken eigentlich Ludwig und Co. in Wien die 2 Millionen Steuergeld so aus dem Fenster ausschmeißen. Das ist die zentrale Frage. Da geht es nicht nur um die Kunst, das ist hässlich, ich finde es furchtbar, es schreckt, es ist schockierend, hat dort nichts verloren, aber es geht um Steuergeld. Und es geht um, zwar mit 2 Millionen Euro in Wien kannst du Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Wiener Gemeindebauten sanieren. In einer Stadtregierung, die sagt, uns fehlt überall das Geld. Ja, das kommt ja noch dazu. Uns fehlt es bei den Mieten, uns fehlt es beim Verkehr, bei den Kleingärten. Bei den Kleingärten nicht, aber uns fehlt es da und dort, von der Kultur bis zu den Medien, überall fehlt das Geld, aber für so einen Brunnen haben wir es plötzlich. Das ist, was wir nicht verstehen.
Und wo ist eigentlich der Herr Babler? Ich weiß nicht, findet ihr das alles was super? Was hat der Herr Babler? Der ist Parteivorsitzender der SPÖ. Naja, also auch Parteivorsitzender der Wiener SPÖ. Na, selbstverständlich. Na, was ist mit dem? Aber, ist das die neue Politik der SPÖ? Ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Also er ist der Meinung, der Herr Babler muss sich dafür einsetzen, dass der Brunner wegkommt. Was sagst du dazu? Wirst du das dem Herrn Babler mitteilen, dass er bitte den Brunner entfernen soll? Mit einem Räumkommando. Ich schlage vor, es ist nicht so kalt, weil die sagen, er soll Protestbaden machen dort bei den Brunnen. Und wieder von geschmissen. Nein, oh ja, ich sage dir was. Nein, ich bin nur dagegen. Aber das hat ja die Stadt gemacht. Nein, wir können da uns committen und sagen, okay, also wir sind der Meinung, mit öffentlichen Geldern soll man sowas nicht hinstellen. Damit ist das, genau. Aber du musst aus dem Geld so eine Wahlkampfveranstaltung, wo du gleich alle mitnimmst. Ja, vielleicht die Gründerväter auch noch, den Viktor Adler. Natürlich zu einem heftigen Streit zwischen der FPÖ, dem Herrn Dominik Knepp und der SPÖ. Ja, aber du hast ist okay. In deiner Einleitung gesagt, du warst dort noch nie. Deswegen kannst du nicht wissen, wie die Menschen dort denken. Und ich sage dir, dort ist Land unter, dort ist Zornes. Aber wahrscheinlich nur die nichts werden auf dem Herrn Babler zuständig sein, sondern eher auf den Herrn Ludwig. Ja, aber das ist vielleicht auch auf den Herrn Van der Bellen, der es eröffnet hat. Aber was der Herr Babler damit zu tun hat, das ist dieselbe rote Suppe. Aber du, eine rote Suppe, die für den Brunnen verantwortlich ist. Seit wann ist der Bundespräsident bei der Eröffnung eines Brunnens in einem Wiener Bezirk? Das ist ja die Peinlichkeit. Da muss ja irgendwie eine Besonderheit sein. Es wurde auch irgendwie 100 oder 300 Jahre Wiener Trinkwasser gefeiert angeblich. Ja, das ist der wahre Grund. Das ist ja genau. Der wahre Grund ist, es ist ums Wiener Trinkwasser gegangen. Ja, und es ist das beste und sauberste Trinkwasser, was die ganze Österreich haben. Wobei das allerdings über so einen Brunnen zu feiern ist. Und anlässlich dieser Feier des Wiener Trinkwassers haben wir gesagt, und damit es jetzt an jeden auffällt, da wir eine Küstlergruppe einladen, gibt es sicher einen Streit, im Westendaler gefällt es sicher nicht. Und so wird es wahrscheinlich gewesen. Ja, genau so hat der Herr Bürgermeister die gedacht. Frage stellen, ob man mit Trinkwasser einen Brunnen betreiben muss. Ne? Das ist genau. Vielleicht dann auch gut. Auch das, ist auch das wäre politisch. Wenn man so trinkt, aber ich glaube, es geht primär darum, und da sind wir uns ja wirklich einig, dass man in Zeiten wie diesen nicht 2,1 Millionen Euro derartig beim Fenster ausfällt. So, das ist, Sie wissen, wir tun immer auch Gutes in diesem Land und enthüllen und versuchen anzuregen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass der Herr Bürgermeister heute zuschaut. Der wird sich jetzt ärgern, denken, der Westenthaler schon wieder da, dieser krumme Typ, kommt da wieder mit einem Video daher. Aber es geht immer weiter das ist jetzt nicht das Thema. Es ist die Frage, sollte man den Brunnen nicht dort wegtun, entweder nach Hernals oder mit der Westenthal. Vielleicht gibst du die Brunnen Asyl. Oder aber in den Wiener Pater, dort passt er da ja am besten hin. Das war die erste Runde. Danke für die Enthüllung. Danke für dieses Riesenecho nach der letzten Sendung. Schön, dass ein Brunnen die Emotionen so ins Sprudeln bringen kann, so wie es ein Brunnen gehört. Nicht nur das Trinkwasser sprudelt, auch die Emotionen sprudeln. Und damit es so weitergeht, diskutieren wir im nächsten Einstieg gleich darüber, ob die Nationalratswahl wirklich vorverlegt wird. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das ist einmal ein lustiges Fellner Live, noch dazu am Allerheiligen Tag, wo es an und für sich ja nicht viel zum Lachen gibt, mit Peter Westenthaler, Josef Czap, beide hier am Feiertag für Sie, um Ihnen einen spannenden Feiertagsabend zu vergönnen. Halloween ist vorbei, aber wir haben es mit dem Brunnen noch einmal ein bisschen nachgefeiert. So, und jetzt kommen wir mit der nächsten Enthüllung. Könnte auch vom Westenthaler sein, stammt aber von Ö24 und Österreich, nämlich zur Frage, ist es wirklich wahr, dass der Kanzler und mit ihm vielleicht auch die schwarz-grüne oder türkis-grüne Koalition die Nationalratswahl auf den Tag der EU-Wahl vorverlegen will, dass wir also am 9. Juni gleich zweimal wählen, einmal die EU-Wahl, einmal die Nationalratswahl. Angeblich ein Lieblingsprojekt unseres geliebten Herrn Bundeskanzlers, der heute vielleicht auch zuschaut, über den wir uns natürlich auch sehr freuen als Zuschauer.
und der den berauschenden Gedanken hatte, der durchaus was an sich hat, muss man sagen, wie alle berauschenden Getränke, nämlich, dass er sagt, legen wir doch das Zeug zusammen, dann hat jeder Österreicher zwei Stimmen, hat er eine Proteststimme, die kann er ins EU-Töpferl reinschmeißen, dort schreibt der FPÖ drauf und kann seinen Zorn abreagieren. Und dann hat er eine Vernunftstimme, wie der Herr Tschapp sagt, eine Vernunftstimme, die schmeißt er ins Nationalratswahltöpferl und da schreibt der ÖVP drauf, damit die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Unser Kanzler Kanzler bleibt und wir weiterhin so wunderschöne Inflationsraten haben, denn die Inflation ist ja auf nur noch 5,6% gesunken und das feiern wir ja alle am Heiligen Tag. Wir sind ja ganz glücklich, dass wir nur noch 6% Inflation in dem Land haben, wo die Schweiz nur noch 1% hat. So, und damit das auch so bleibt, könnte man natürlich sagen, legen wir die zwei Wahlen zusammen, denn dann ersparen wir unseren Nehammer Rücktritt, weil wer weiß, was passiert, wenn die ÖVP bei der EU-Wahl unter 20% fällt, vielleicht 17%, was da diverse bösartige Hellseher wie der Herr Westenthaler uns vorhersagen. Und deshalb die Frage an unseren emeritierten Hellseher, an unsere Fellner Live Glaskugel, an unseren Peter Westenthaler, der schon viele Sachen richtig vorhergesagt hat. Wird es zusammengekriegt, die EU-Wahl und Nationalratswahl, geht es? Und ist es ein kluger Gedanke des Kanzlers oder gräbt er sich das Grab selber? Ich bin sehr dafür. Ich kann den Kanzler nur dringend empfehlen, das auch durchzusetzen. Denn dann sind wir ihm ein paar Monate früher los. Das ist ja auch was Schönes. Ne? Das ist sozusagen, er hat ja seine ganze Kanzlerschaft ist ja gezäumt von Fehleinschätzungen und Fehlkalkulationen und strategischen Pleiten. Und das ist sozusagen die letzte Verzweiflungstat, die er da jetzt probiert, weil er genau weiß. Bei der EU-Wahl am 9. Juni geht es für die ÖVP Richtung Platz 3 südwärts. Da gibt es einmal ordentlich einen Deckel. Und das heißt für ihn das Ende. Da bist du dir sicher, dass da es bei der U-Wahl für die ÖVP so die Stimmung, eine auf den Deckel. So wie die Stimmung im Moment. Sprichst du von wie viel Prozent ungefähr? Dritter Platz. Also unter 20 Prozent. Ja, dritter Platz, was für die ÖVP ein Fiasko wäre, weil sie ja immer Erster war. Also das wird der Erste. Und jetzt denkt sich der Nehammer, jetzt übertölpel ich die Bevölkerung und mache an dem Tag zwei Wahlen. Ich finde das hervorragend, weil dann kann die Bevölkerung doppelt Ermahne reindrücken, denn die Stimmung ist derzeit sowas von wütend, zornig und Wendestimmung gegen diesen Kanzler, dass sich jeder freuen wird, ihm zweimal eins in die untere Lade hineinzudrücken. Zwei Stimmen, das unterschätzt der Herr Kanzler, der glaubt doch nicht im Ernst. Was glaubt er eigentlich? Hält er die Menschen für so deppert, dass die in eine Wolze hineingehen und sagen, na ja, bei der EU-Wahl, da protestiere ich jetzt, aber bei der Nationalratswahl will ich die ÖVP. Nein, doppelt, zweimal werden sie abgestraft. Gut. Und wenn es gehen würde, dreimal, da soll ich gleich irgendeine dritte, die steirische Landtagswahl soll auch dazulegen. Das wäre mal eine gute Geschichte, dann kriegst du dreimal eine rüber. Eine totale Fehleinschätzung, aber ich bin dafür, gratuliere den Kanzler, dann sind wir im Juni los und im Sommer haben wir eine neue Regierung, ist da aber schön. Jetzt ist ja der Josef Tschapp, der Vertreter der Meinung hier, der sagt, die FPÖ-Stimmen sind ja meistens Proteststimmen. Und insbesondere in den Umfragen sind da viele Protestvoten dazu dabei. Und wenn es dann ernst wird, siehe Tirolwahl, verlieren oder verlässt viele potenzielle FPÖ-Wähler der Mut. Jetzt könnte man sagen, weiß nicht, wie der Josef das sieht, du warst ja viele Jahre Parteistrategie und zwar genialer, ob du das auch so gedacht hättest. Man hat zwei Stimmen, man splittet. Mit der einen gibt man der Regierung eine am Deckel, sprich die EU-Wahl, wo es um nichts geht. Mit der anderen macht man sich ein bisschen in die Hose und sagt, also bevor wir das Land da jetzt ins Kickl-Risiko schicken, gebe ich die zweite Stimme lieber der existierenden Regierung, dann kommt schwarz-blau, ist man lieber als blau-schwarz. Wie siehst du das? Ich sehe das so, dass die Sehnsucht des Peter Westenthaler, dass man den Nehammer möglichst früh los wird, die teile ich. Ja, da bin ich schon seiner Meinung. Allerdings, wenn man das zusammenlegt, schießt das ins eigene blaue Knie der Peter Westenthaler. Weil es kann da passieren, es kann da schon passieren, dass die Leute sagen, okay, jetzt wische ich mal denen allen da oben, den Eliten auch nicht drüber, weil auf der europäischen Ebene, die mir jetzt zum Teil auf den Geist mit ihren Verordnungen gehen, denn dort will ich die FPÖ, ja. Aber in Österreich, da machen wir doch eher die ruhigere Nummer und dann wollen sie dort vielleicht dann wieder die ÖVP. Auf alle Fälle, der Nehammer war ein Punkt.
Der Nehammer braucht nicht zurücktreten, wenn die Europa wollen, sondern daneben gehen. Ja. Genau. Sondern der Nehammer will sozusagen noch einmal alles auf eine Karte. All in, wie so schön nach dem Poker. Ja. Das ist all-inklusiv, ist das alles. Ja. Und dann am Wahlabend, dann kann er sich auf alles Mögliche ausreden, was es überhaupt nur gibt zum Ausreden. Dann ist er entweder aus oder er ist Kanzler. Ja, das ist einmal die Nehammers Überlegung. Der Brunner, der im Hintergrund... Jesus, den habe ich ganz vergessen, ja, der Magnus. Doch, ja. Der Magnus Maximus Brunner, der quasi der Schalk im Rücken des Nehammer. Der Jump-Kandidat. Ja, ja, nicht mein Kandidat, sondern in der ÖVP derer, die sagen, wir brauchen Kandidaten, dass wir wieder Erster werden. Und die glauben, dass das der Brunner macht. Wie, warum du sie glauben, das wie sie das glauben? Nein, ich glaube glaub gar nichts mehr. Sondern ich glaube nur mehr, was der Böller entscheidet. Das glaube ich, weil das ist für mich valid. Alles andere glaube ich nicht. So, dann hast du, wie gesagt, also mal diese Überlegung. Und der Kurz, für den Kurz ist ganz schlecht. Ja, weil der Kurz, was soll er machen? Der kann dann als die graue Eminenz. Ja, das geht sich dann nicht mehr aus. Da geht sich gar nichts mehr aus. Das ist ja mit eine der Ideen, dass man sagt, man verhindert damit einen Kurzkampf. Ja, ja, genau. Also jetzt natürlich ist das der Versuch, die ganzen Anti-Kurz-Kräfte zu sammeln und zu sagen, na okay, machen wir es, legen wir es halt zusammen. Da kommt noch der Schmäh mit dem, wir sparen ein bisschen Geld und lauter so Geschichteln. Ja. Ein Wahlkampf, wir sparen unseren Sommerwahlkampf. Ja, alles beide Wahlkämpfe auf einmal. Ich schließe es nicht aus, dass der Nehammer sich da durchsetzt mit seiner Panik. Der wird als Dirigent des ÖVP-Panikorchesters wird er natürlich möglicherweise die Musiknoten in diese Richtung dirigieren. Das kann durchaus sein, ich schließe es nicht aus. Aber ob da die Grünen und die anderen mitmachen... Wie ist denn das? Du bist der Meinung, dass wenn die EU-Wahl einfach stattfindet ohne Nationalratswahl, auch der Nehammer eine am Deckel kriegt und du bist der Meinung, am nächsten Tag ist er weg? Oder wie habe ich das verstanden? So meinst wenn du die EU-Wahl zuerst... Meinst du das? Warum soll denn die ÖVP... Die Protestwähler, die er orte, die ich orte, die werden sich austoben, wenn die EU-Wahl einmal stattfindet, die Nationalratswahl später. Jetzt gibt es in der ÖVP die Philosophie, dass man sagen, na okay, dann von mir aus ist es eh wurscht, weil wir besetzen jetzt bei der EU-Wahl eh gleich wieder den Kommissar mit den Grünen. Wir besetzen gleich, weil die wollen ja möglichst spät die Nationalratswahl, damit sie alle Jobs noch in Brüssel für die Schwarzen und für die Grünen besetzen können. Jetzt trinken wir heute am Deckel, ist ein Blitzableiter. Das ist aber wurscht. Die du ja auch schon mal vertreten genau, hast. Genau, aber das ist ja noch wurscht, weil das Ergebnis der Europawahl brauchst du für keine Regierungsbildung. Genau. Aber dann kann sein, dass an dem Abend zwar noch alles besetzt wird, aber dann eher man hat es hinter sich und dann kommt die Nationalratswahl. Glaubst dann kommt du, wird vielleicht die Stimmung ein so sein, dass der Nehammer die EU-Wahl nicht überlebt, wenn er Dritter wird? Ja, das ganz sicher nicht. Oh, ganz sicher nicht. Nein, da überlebt er nie. Da kaufe ich mir ein Zugticket bei der ÖBB, damit er dann einfach wieder zurückfahren kann nach Niederösterreich, nach St. Pölten. Weil das überlebt er nicht. Entschuldige, der wird Dritter, verliert. Und dann wird die ÖVP sagen, jetzt hast du recht. Ja klar, wir reißen das noch mal durch. Na wie denn, was denn, wo denn? Mit dem wir dann immer aufarbeiten, was da alles daneben gegangen ist. Ja? Und ich meine, es ist ja fast 6% Inflation du meinst, immer noch ÖVP wird dann den Spitzenkandidaten wechseln. Ja. Viel Zeit ist dann nicht mehr bis das ist der Kurz nur unter ganz geringen bevor Bedingungen. Ich nutze es jetzt ein bisschen. Also, und der Brunner, wartet schon im Hintergrund. Ja. Ich möchte dir jetzt ein zweifelhaftes Kompliment an mich mit Schuss ins Knie zurückgeben. Denn das war jetzt schon sehr bezeichnend. Der sozialdemokratische Diskutant sitzt da und sagt, ja, das könnte schon sein, dass bei der EU-Wahl die Freiheitlichen gewählt werden und bei der Nationalratswahl die ÖVP. Kein Wort mehr von der SPÖ, das findet nicht einmal bei dir statt. Das hat er kurz gedacht. Die findet nicht einmal bei dir statt, was auch klar ist, wenn die SPÖ findet einfach nicht statt. Also rufst du auch für die SPÖ? Nein, ich bin interessant, mir taugt das, dass du so realistisch bist und meinst, dass bei beiden wollen die SPÖ nicht gewählt wird. Das finde ich klasse, weil es auch so ist, weil mit dem Babler kannst du... Kann er hat so gemeint, werden. Dass FPÖ-Stimmen zur das ÖVP wandern. Das du. Nein, ja, oder? Ja. Ich diskutiere schon wieder. Über den Babler reden. Er hat gesagt, ja, reden wir gerne über den Babler. Der Babler redet nicht über den Babler, reden wir über den Babler. Nein, bitte, zuerst reden wir über die Frage, ob der Nehammer zurücktreten muss, wenn er Dritter wird. Da sind wir uns ja beide einer Meinung, dass der Nehammer am 9. Juni Geschichte ist, egal ob es ein oder zwei Wahlen gibt. Der ist fertig gefahren, der ist jetzt schon Geschichte. Der Einzige, der es noch nicht weiß, ist er. Ganz Österreich weiß es, nur er nicht. Das ist vorbei. Aber echt was passiert dann? Dann beginnt eine mediale Diskussion, dass er zurücktritt. Dann kommt er zurück. Er tritt selber zurück, die ÖVP geht ihn, oder was passiert? Nein, er wird gehen müssen bei minus 15%. Und dann kommt die ÖVP auf Knien rutschend lieber heil
Heiliger Sebastian kommt zurück und gewinnt uns die Nationalratswahl. Na, selbstverständlich. Aber das Spannende war für mich jetzt echt, dass die SPÖ nicht mehr stattfindet. Zu dem kommen wir. Und das ist mir auch klar, warum also, sie nicht stattfindet. Heiliger Sebastian, jetzt komme ich gleich zur SPÖ, weil nämlich der Babler einfach unfassbare Schnitzer und Völler macht. Jetzt haben wir eine Woche lang ist jetzt her, dass der strukturelle Antisemitismus in der SPÖ noch immer nicht Sanktionen gefolgt sind. Wir haben noch immer die sozialistische Jugend Vorarlberg. Wir haben noch immer in äußerer Grund jene Gruppen, die sagen, Israel hat kein Existenzrecht und Israel muss verschwinden. Und bis jetzt gibt es keine Konsequenzen. Wir haben noch immer diese kommunistisch-marxistische Gruppe der Funke, die Hauptunterstützer des Herrn Babler waren, die voll gegen das Existenzrecht Israels sind und voll da eine hauen, linksextremistisch, marxistisch, antisemitisch und keine Reaktion. Das heißt, was macht der Herr Babler? Und der drückt derzeit strukturellen Antisemitismus in der SPÖ. Und warum? Weil er einen Parteitag hat in ein paar Tagen. Und da will er keine Wellen haben, weil sonst hat er noch mehr Streichungen als er schon jetzt. Weil dann will ihm die sozialistische Jugend auch nicht mehr. Das ist echt niederträchtig, muss ich sagen. Und ich muss sagen, dass hier keine Konsequenzen gibt, obwohl sie angekündigt waren, bis zum heutigen Tag, kein einziger Ausschluss. Der rennt noch immer mal dumm, der von äußerer Grund, und verbreitet seine kruden Ideologien gegen Israel. Es ist ja so unfassbar. Der Vertreter von diesem Funke sitzt im Fernsehen und sagt, darf das noch alles sagen. Also ich muss echt sagen, die SPÖ hat nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem mit dem Herrn Babler, sondern sie hat mittlerweile ein Ideologieproblem. Sie hat ein Ideologieproblem, er führt die Partei in den linksextremistischen, marxistischen sozusagen Seitenrand und die Mitte ist weg. Und daher gewinnt auch keine Umfragen und ist nur mehr bei 22%. Und das wird ihm, wenn er nicht sofort reagiert, große Probleme bereiten. Deswegen wird er mal keiner, weder bei der U-Wahl noch bei der Nationalratswahl. Ja, du weißt, dass das jetzt ein Unsinn ist, was du gesagt hast. Das weißt du ganz genau. Das sind Mitglieder. Also wenn es irgendwo ganz sicher keinen Antisemitismus struktureller Natur gibt, dann ist es in der SPÖ. So. Diese paar Funke-Figuren, die du da gerade aufzählst, nichts SPÖ-Funktionäre. Das sind Funktionäre in der SE und das sind vielleicht ein Dutzend Leute in der Summe insgesamt. Und da gibt es jetzt faktisch einen Prozess, der schon gestartet wurde, wo man denen auch behilflich ist, dass sie die SPÖ verlassen können. Wir wollten es zweimal ausschließen. Ja, das ist aber nicht ganz gegangen. Genau. Und der Heinz Fischer hat mich zweimal politisch gerettet. Aber ich war antisemitisch, sowas Blödes. Ja. Ja. Also die jedenfalls, die wird es da auch vor allem in der SE nicht mehr geben. Ob die auch in der SPÖ Mitglied sind, kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube das gar nicht. Ja, das ist eine Strömung, eine Gruppe, die keine Strömung ist und keine Gruppe ist. Die ist weg. Und trotzdem der Herr Babler schweigt dazu. Aber was soll er dazu sagen, wenn er, wenn jetzt der Prozess, nein, seine Stellungnahme war eindeutig gegen den Antisemitismus von Babler. Eindeutig. Ja. Und jetzt sage ich dann noch was. Der hat, und dann, wenn hier ein Prozess in Gang gesetzt wird, dass diese paar Narren dann nicht mehr in der SE und wenn welche bei der SPÖ waren, auch nicht mehr in der SPÖ sind, dann geht es von ganz oben runter und wird dort umgesetzt und aus. Ja, was will sich der mit denen dort auseinandersetzen? Das sind seine Unterstützer, die Marxisten. Du kannst ihm immer unterstützen bei der Wahl. Es gibt Aufrufe von Funke für den Babler. Auch bei den Blauen kann man sich manchmal die Unterstützer nicht aussuchen. Weil wenn der Herr Hofer zum Beispiel gesagt hat, Identitäre kommen bei mir nicht vor in der FPÖ und trotzdem gibt es aber Identitäre, die die FPÖ unterstützen, kann man sich das auch nicht aussuchen. Ja, aber wir reden also jetzt über Israel und den Nein, ich sage dir nur, das kannst du manchmal nicht aussuchen. Ja, aber Faktum ist, über Israel reden wir dann eh noch heute, ja, dass die einfach da nichts verloren haben. Und Antisemitismus hat, Rassismus, aber Antisemitismus Frage, hat nichts verloren. Josef, die Frage, die der Peter gestellt hat... Der rechtsextreme Antisemitismus hat keinen Platz. Die Frage, die der Peter gestellt hat, ist ja, was ist los mit dem Babler? Warum siehst du den nicht mehr als Favoriten bei einer Nationalratswahl, sondern sagst, der Nehammer würde dann in dem Fall vielleicht, hast du gesagt, gewinnen, vielleicht, sagst du dazu. Was ist denn mit dem Babler? Hat der derzeit ein Problem, weil er irgendwie entgleist ist? Oder kommt er nicht richtig auf die Gleise und kann nicht wirklich Gas geben? Oder hält er sich nur zurück, weil er Angst hat, dass er aus unserem Faschingsbeginn am 11.11. auf seinem Parteitag eine auf die Rübe kriegt? Was ist mit dem Babler? Und heißt das Duell Babler Kickl oder Nehammer Kickl? Und hat die SPÖ bei der EU-Wahl eine Chance, Erster zu werden? Oder müssen die eh froh sein, dass die ÖVP so schwach ist? Damit wir unsere
sehr verehrten Zuseherinnen und Zuhörer nicht verwirren. Ja? Ja. Die Europawahl ist eine Wahl, da ist der Schäder und da ist die Frau Regner, die Vizepräsidentin. Die sind dort die Spitzenkandidaten. Ja. Dort kandidiert der Babler nicht. Ja. Daher brauchst du über Babler bei der Europawahl gar nicht diskutieren. Das ist ein Blödsinn. Nein, das war also, immer so. Wir wissen schon, dass der Faymann gesagt hat, wenn der Schieder dort verliert, bin ich meine Rübe los. Nein, das habe ich. Das aber das ist schon die Distanzierung so was, von Oberlin, was so etwas habe ich von Faymann überhaupt noch nie gehört. Nein, der war nämlich nie der Meinung, dass er eine Rübe ist, hat. Natürlich, ja. Entschuldigen, ist der Herr Babler für das Ergebnis ja, bei der EU-Wahl. Da kommt der zweite Punkt dazu. Der Babler ist mit dem Parteitag, mit dem letzten und mit der Mitgliederbefragung, hat er jedenfalls Stimmen gehabt, die gesagt haben, er soll der Spitzenkandidat sein. So, und das hat sich übertragen auf diesen einen Parteitag. Und jetzt hat er gesagt, er will nur einen Parteitag haben, ja, wo das nur mehr zur Diskussion steht. Aber im Prinzip ist er der Spitzenkandidat und aus. Ja, so, und bei euch, glaube ich, ist es auch entschieden. Also der Kickl, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch der Spitzenkandidat. Und warum rede ich über die ÖVP? Gibt es eine Schmerzgrenze? Bei Streichung. Ja, ja, sicher. Das ist das Ergebnis. Wenn der unter 70% fällt, muss er dann gehen? Das ist das Ergebnis der Rendi Wagner mit 75%. Das ist also wenn er unter 75% ist fällt, gut. Ist er in Frage gestellt. Das, ja, dann wird vor allem er dann sich äußern müssen, wenn das unter 75% ist. Glaube ich aber nicht, dass das so sein wird. Aber wenn es aber, so wäre, wäre das dramatisch. Ja, wenn, das Wörtchen, wenn nicht wäre. Und so weiter, ja. Also es ist jedenfalls, ist das ein Frage und viel wichtig, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man natürlich auch inhaltlich Topflöcke einschlagen, wie auf dem Parteitag, das werden sie auch machen. Sie werden die Kandidatenlisten europaweit beschließen und ich finde, das ist einmal ein Prozess, der halt dann am 11. November seinen Höhepunkt finden wird. Wurscht, ob das jetzt ein Faschingstag ist oder nicht. Ich glaube, sie werden das eine Mischung haben. Politik und was soll ist Spaß jetzt mit machen. Dem Babler? Ist der jetzt entgleist? Kommt der nicht mehr vor in dem Duell gegen Kickl? Oder wird, bist du nach wie vor der Meinung, dass das Duell entweder am 9. Juni, wann da auch die Nationalratswahl ist, oder im September Babler gegen Kickl heißt. Ja, ich glaube, es wird das Duell Babler gegen Kickl sein, weil wenn ich mir auch die Lazarsfeld-Umfragen anschaue, der Unterschied zwischen dem Kickl und dem Babler waren es letztes Mal 5%. Warum soll man bei so einem Unterschied nicht ein Duell ansagen? Das wird auch ansagen, da muss sich der Kickl auch stellen. Und es ist auch beim Kickl so, dass er manchmal eine gewisse Zeit gar nicht aufscheint. Ich kritisiere das auch gar nicht. Und beim Babler ist es ähnlich, du musst nicht dauernd in den Medien sein. Ich meine, wir zwar sind gerne in den Medien, ja, das ist ja auch schön. Aber die, außer Dominik nirgends. Ja, das ist ja ein Medium. Naja, und die, ist und die, das Medium. Ja, und die jedenfalls, machen halt eine politische Strategie, wo sie nicht immer dort sind. Inhaltlich wirst du dauernd und immer wieder Positionen in der Öffentlichkeit, die kann man unterstützen. Was heißt das jetzt? Ist der jetzt entgleist? Ist der ein Zwischentief? Nein, Zwischentief bei 24% von den letzten Lazarsfeld-Umfragen von OE24, das ist kein Tief, ja. Es ist, es kann immer mehr sein. Ja, da ist sicher das auch so, dass das durchaus mehr sein kann. Vielleicht wird es auch mehr, aber jedenfalls Faktum ist, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzen muss. Ich bin nicht in allen Punkten der Meinung von Babler, logisch, habe ich schon da mal x-mal gesagt. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass er, was die soziale Frage ist, dass man die in den Mittelpunkt ernsthaft, rückt, dass der da Kanzler wird Verdienst oder glaubst erworben. Du das nicht ernsthaft? Ob er einer Kanzler kann, das wird, ob es wird und ob es kann, ja, das hat man beim Kreisky nicht bei meinem Kreisky damals gewusst, ob es wird. Ist, ob es wird, es ist der Gunzbauer Kanzler geworden und keiner hat, Schüssel. Und viele haben geglaubt, dass es nicht wird, manche haben geglaubt, ja genau. Außer also du hast immer folgende Situation, ob es einer wird, kann man schwer vorher sagen. Und ob er es kann, weiß man erst, wann es ist. Das ist ganz simpel. Und ich bin also das war jetzt eine Weisheit zum Allerheiligen. Aber Allerheiligen ist der Tag also, der Babler hat einfach fundamentale, multiple Probleme. Erstens einmal ist er kein Charismatiker, sondern maximal ein Charismatiker, wenn er sich bis Zustand hat. Zweitens ist, er hat keine Autorität in der eigenen Partei. Er kann sich gegen die Wiener SPÖ nicht durchsetzen. Dort rennen nur immer die Abkassierer und Abkäscher der Roten Bonzen im Kleingarten herum, die dort ihre Grundstücke vergoldet haben. Die werden ihn jetzt verdoppelt und verdreifacht haben. Ja. Und der Herr Babler mischt sich nicht ein. Der sagt, das darf alles so sein. Er rennt zwar herum, ist übrigens auch nicht lustig für die Leute, die keinen Kleingarten kriegen. Ah, er hat ja das Lustigste. Ich sage, du lachst immer, wenn es unangenehm wird. Er hat was Lustiges. Aber ist egal. Ich sage,
das wird ihnen am Kopf fallen. Das fällt ihnen am Kopf, weil die Menschen, das sieht man so ja, ganz aber genau. Aber eher in dem Sinne, das kann, dass die Anhänger des Herrn Niviri ihn streichen. Tut mich nicht unterbrechen. Ja, es wird ihnen am Kopf fallen, weil in so einer Situation jeder Mensch, das ist kein komplexes politisches Thema, sondern das kann jeder Bürger nachvollziehen, nur dazu die, die sich vielleicht seit Jahren und Jahrzehnten um einen Kleingarten angestellt haben, dass plötzlich Bonzen von der SPÖ um die Ecken kommen, die eh nur Geld verdienen, zigtausende, sich dann ein Grundstück kaufen an einem wunderbar idyllischen See, dort für kein Geld und das dann umwidmen lassen, weil sie ja die Mehrheit haben in Wien, die absolute fast, und sonst keiner mitredet, und dann dieses Grundstück um einen mehrfachen Preis weiterverkaufen. Und da hört man nichts, da ist Rauschen im Walde, da hört man gar nichts. Bei den Linken Antisemiten, die noch immer in der SPÖ herumrennen, die darf ich korrigieren, lieber Josef, die gibt es noch immer. Jetzt hat diese Aussage von dem Esjela im Äußergrund, was der gesagt hat, nämlich der Apartheid- und Terrorstaat Israel muss weg. Das heißt, die Auslöschung Israels hat er dort verkündet, auf einem Platz öffentlich in Wien. Er muss weg. Umzingelt von einer Horde von Hamas. Er muss weg. Nein, ich sag's nur. Und da schaut der Herr Pablas in 8. Tag jetzt seit das Wort zu. Da passiert nichts. Das ist, warum? Weil das ein Unterstützer des Herrn Pablas ist. Das sind seine linksextremistischen Freunde in der SPÖ, die kann er gar nicht rausschmeißen. Weil wenn er die rausschmeißt, hat er die Letzten weg, die mit ihm den Marxismus und daraus fallen. Schließt du was für einen daraus Wahl? Schließlich, jemand, der inhaltlich völlig daneben liegt, das haben wir schon oft diskutiert, als einzige Partei neue und höhere Steuern fordert, der Planwirtschaft einführen will in dem Land, das ist ja alles unfassbar, und der in der eigenen Partei sich nicht durchsetzen kann, kein Charisma hat, keine Führungsstärke hat, na wer soll den wählen? Nicht besser sein. Ja, den wählt vielleicht jemand in Dreiskirchen, weil er halt dort seine beschränkte Macht, die er dort hat, ausüben kann. Aber selbst dort hat er den Menschen die Wassergebühr von 1,5 auf 2 Euro erhöht. Pro Kubikmeter. Dann kommen wir jetzt zum Schluss dieser Runde, bitte. Und ich darf noch einmal die Frage stellen, damit wir zum Anfang zurückkommen. Wird es eine Zusammenlegung von EU-Wahl und Nationalratswahl in deiner doch sehr guten politischen Erfahrung geben? Geht das überhaupt? Und wird es das geben? Und was passiert dann mit dem Ergebnis und was passiert mit Nehammer? Ob es das geben wird, das entscheide ich nicht, das entscheiden andere. Ich würde mir es wünschen, nochmal, aus den Gründen, dass jeder Tag, wo diese schlechteste Regierung der Welt, das wissen wir mittlerweile, laut allen Umfragen, schlechteste Regierung der Welt abgewählt wird, ist ein gewonnener Tag. Daher wünsche ich mir, dass die Nationalratswahl vorher stattfindet. Ich glaube noch nicht, dass es passieren wird, weil was der gute Kalli vergisst, ist, dass andere in der ÖVP auch noch mitreden und die ihm sagen werden, lieber Freund, wir fahren doch nicht mit dir in Graben bei der Nationalratswahl, nur weil du die EU-Wahl nicht verlieren willst oder zusammenlegen willst, weil das ist ja der Punkt. Die einzige Chance, die dieser ÖVP ja noch hat, ist, den Kalli die EU-Wahl verlieren zu lassen, und haben sie ihn endlich angebracht und dann mit einem Kurz oder mit einem neuen Kandidaten in die Nationalratswahl zu gehen und dort zu retten, was zu retten ist. Das ist deine spannende Idee. Letzter Satz, ich glaube auch, dass die EU da was dagegen haben wird, dass eine Nationalratswahl gleichzeitig stattfindet. Das sage ich auch noch dazu, die werden sich nicht sehr freuen, ob sie was zu entscheiden haben, weiß ich nicht. Also deine These, kommst gleich dran, deine These ist, also es wird zwei getrennte Wahlen geben, es wird eine EU-Wahl geben, der Kalli wird dort verlieren, dann kommt der Herr Kurz und dann kommt das Duell Kurz-Kickl und vom Herrn Babler werden wir nichts mehr hören. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich finde, dass das die logischere Variante ist, obwohl ich mir noch einmal, ich würde mir wünschen, einen 9. Juni EU-Wahl und Nationalratswahl. Du hast das Schlusswort. Schau, ich sage dir Folgendes, warum es Teile in der ÖVP gibt, die wandern der Nehammer, verliert, nicht mehr bleibt Vorsitzender und Kanzler, ist ganz einfach. Erstens mal, wenn die ÖVP einmal einen Kanzler erobert hat, wo es am mühsam behalten, bis zum letzten politischen Atemzug. Ja. So, wenn das der Brunner ist, der im Übrigen schwarz-blau machen würde, ja, der hat ja nicht ausgeschlossen, der findet den Kickl durchaus sympathisch anscheinend, also werden die zwei das auch machen, das solltest du auch begrüßen, solltest langsam den Namen Brunner öfters in den Mund nehmen, Peter. Und der also Kurz Brunner wird Kanzler, Kickl wird Vize oder Kickl wird Kanzler, ja, Brunner Moment. Wird Vize. Der Kurz kann natürlich nicht auf der Wunschliste des Peter Westenthalers sein, weil er natürlich den dauernd erwähnt. Der Kurz hat damals den Kickl rausgehauen, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Absprache mit der Mikl Leitner, weil die gesagt haben, wir wollen einfach das Innenministerium wieder abkassieren. Ja. Die denken ganz einfach, ja. Posten, Ministerium, Kurz gegen Kickl ist Todfeindschaft, ist genau. Das ist klar. Bleibt Brunner, deswegen sage ich dauernd Brunner. Was mich so sehr wundert, ist, dass noch nicht der Peter Westenthaler Brunner sagt, weil wenn er überhaupt eine Perspektive einer Regierungsbeteiligung haben will, braucht er den Brunner an der Spitze der ÖVP. Und wird es dann Kickl als Kanzler und Brunner als Vize- und Finanzminister geben
oder umgekehrt? Ich halte das für realistisch. Ja, wenn du hast einen Kickl als Bundeskanzler, ist er zwar Bundeskanzler, aber Vizekanzler und Finanzminister ist unter Umständen viel einflussreicher als der Bundeskanzler. Das heißt, die ÖVP kann sich dann trösten und sagt, wir haben das Budget genau. Und alles. Wir domestizieren finanziell und politisch den Kickl. Der kann sie ausblödeln. Wirtschaft, Landwirtschaft, genau. Justiz in dem richtig, Fall wieder richtig. Zurück. Aber weißt du, was ich da sage? Noch lieber war der ÖVP. Sie kriegen den Bundeskanzler und klar. Sie stellen den Vizekanzler nicht, den das kann der Kickler, aber den Finanzminister werden sie auch noch haben wollen. Nein, sagt er, was den der Wunsch der ÖVP wollen. Ist, überhaupt keine ja. Wollen. Das ist der Wunsch, ja. Die wollen abschauen. Was wissen wir, was alles noch möglich ist? Ein guter Witz. So, wir gehen wieder in eine kurze Werbepause und dann haben wir noch zwei sehr spannende Themen. Nämlich einerseits, wie gefährdet ist Österreich in Sachen Terror? Aktuell, weil wir haben den dritten Jahrestag. Ich glaube, das war eh der 31. Zweite, also morgen, ist dritter Jahrestag dieses fürchterlichen Terroranschlags in Wien. Und dazu die Frage, wie schaut es eigentlich mit der Sicherheit in dem Land aus? Und dann die spannendste Diskussion am Schluss, nämlich Israel gegen Hamas. Auf welcher Seite muss man da sein? Und wie richtig war die österreichische Entscheidung, bei der UNO-Abstimmung nicht für einen Waffenstillstand zu stimmen? Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir sind wieder zurück beim Duell Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Heute mit der Feiertagsedition, könnte man sagen. Also für Sie auch am Feiertagabend das, was Sie am Mittwochabend immer am liebsten sehen. Wir haben mit Halloween und dem Halloween-Faschingsbrunnen im 10. Bezirk begonnen und der Aufregung, die da rundherum stattfindet. Wir haben im letzten Einstieg über Allerheiligen gesprochen, nämlich über den Bundeskanzler und was ihm droht, wann die nächste Wahl ist. Und jetzt blicken wir auf Allerseelen, sprich auf den 2. November, denn morgen haben wir den dritten Jahrestag des Terrorüberfalls von Wien, wo also ein durchgeknallter Terrorist eine Reihe von Passanten erschossen hat, bevor er dann von der Polizei relativ schnell und relativ professionell selber erledigt wurde. Erstens einmal, was ist seither passiert? Ist Österreich sicherer geworden oder nicht? Und zweitens die Frage, wir hatten gerade den Herrn Stockhammer auch bei uns im Fernsehen, der gesagt hat, dieses Land ist derzeit extrem unsicher, weil wir haben 50 aktuelle Gefährder im Land, die alle 50 potenzielle Terroristen sind und wir bringen die nicht raus, Peter Westenthaler. Ja, das ist das Schockierende. Und es gibt ja andere Stimmen, auch aus guten Quellen, die sagen, wir haben nicht 50, wir haben nicht 70, wir haben nicht 150, sondern 200 Gefährder, bis zu 200. Und allein die Tatsache, dass man diese Zahl gar nicht genau sagen kann, muss uns ja eigentlich erstarren lassen vor Wahnsinn, denn dass unser Staatsschuss offenbar nicht einmal genau weiß, wie viele Gefährder da sind, aber behauptet, es sind welche da, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, warum sind die überhaupt da? Wieso sind die noch im Land? Wenn man weiß, das sind Gefährder, die können jederzeit, das sind tickende Zeitbomben, die könnten jederzeit einen Amoklauf machen. Ich darf daran erinnern, weil eben morgen der Jahrestag ist. Der Todesschütze, Terrorschütze da, der da durch Wien gerannt ist und 4 Menschen erschossen hat, 3 Menschen erst überwartet, erschossen hat, war auch auf der Gefährderliste. Den hat man auch gekannt. Der war, man hat ja gewusst, dass der einkaufen. Der war am Radar, das muss man sich alles einmal vorstellen. Ja. Und jetzt sagt uns möglicherweise der Herr Kahner, der Herr Innenminister und alle seine Adlaten, naja, wir haben das im Griff, wir beobachten den. Wo hat man den beobachtet? Gar nicht. Der hat sich quer kaufen können, der hat schießen können, der hat Leute erschossen. Das heißt, wir leben in einem Land, wo nicht nur die Regierung neben der Spur ist, sondern natürlich auch der Innenminister. Wir leben in einem Land, wo jeden Tag Dutzende, manche sprechen sogar von hunderten neuen Islamisten zu uns hereinströmen. Das darf ich aber sagen, allein in der letzten Woche, in den letzten 7 Tagen, hat es sogenannte Mehrfachaufgriffe, man spricht ja von 30 Personen oder mehr, haben wir da im Innenministerium erkundigt, in folgenden Ortschaften gegeben. In Nikitsch, Deutschkreuz, Halbturn, Andau und Nickelsdorf. Dort sind überall nur in den letzten 7 Tagen Flüchtlinge, aus dem islamischen Bereich hauptsächlich, Männer, alles Männer, aufgegriffen worden. In Schlepperlieferautos. Und Schlepperlieferautos. Das heißt, sie sickern weiter hinein. Statt dass wir eine Regierung haben, so wie es der Herbert Kickl sagt, Festung Österreich,
Kein einziger Asylantrag darf mehr angenommen werden. Solange wir so eine instabile Situation haben im Nahen Osten, solange die Gefahr besteht, wie 2015, dass Terroristen über unsere Grenzen einsickern und dann ihr mieses Werk bei uns machen, solange darf doch kein einziger das Land betreten. Und diese Regierung... Das wäre die Trump-Ansage. Der Herr Karner hat das mehr nicht mit muslimischen Hintergrund richtig. Darf nach Amerika. Es darf niemand mehr, solange wir eine instabile Situation haben, darf niemand mehr, es ist auch gesetzlich gedeckt, niemand mehr ins Land kommen, weil wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Daher hat auch niemand das Recht, hier Asyl anzufordern. Das ist internationales Recht. Und daher frage ich mich wirklich, wir haben seit 2015, haben wir die Zahl heute rausgesucht, seit 2015 7,5 Millionen Asylanträge in Europa. 7,5 Millionen. Davon, und jetzt sage ich, wisst ihr, wer Nummer 1 ist bei diesen Asylanträgen? Österreich. Gemessen an der Bevölkerungsdichte liegt Österreich an erster Stelle, weil wir jedes Jahr zwischen 70.000 und 120.000 Asylanträge hier zulassen. Das geht so nicht weiter, weil ich sage dir, ein gewisser Prozentsatz sind dann wieder welche aus Afghanistan oder welche aus Syrien oder wo auch immer, nicht alle, aber welche daraus, die hier Terror begehen, die kriminell werden und die uns da drangsalieren. Und das braucht man nicht. Und da braucht es meiner Meinung nach einen Regierungswechsel hin zu jemandem, der das auch umsetzt und sagt, Grenzen dicht, keiner mehr herein, wir schützen unser Land, wir bauen die Festung Österreich. Und wie sieht es der Josef Czap? Das offensichtlich, wenn man 50 oder mehr Gefährder hat, die Frage berechtigt ist an den Innenminister, was sind die Maßnahmen, was ist die Beobachtung, damit das wirklich ein wirksamer Schutz vor diesen Gefährdern, sollten sie dann aus der Gefährdungsposition in die Terrorposition kommen. Das ist in der Bevölkerung ein ganz wichtiges Thema, weil mir hilft es nichts, wenn einer drei Leute schießt und dann sagt man, ja, der war eh auf der Gefährderliste, da könnt ihr mich höchstens ärgern, ja, dass der auf der Gefährderliste ja. drei Leute schießt, dann wird er da schossen und dann ist halt einer weniger auf der Gefährderliste. Aber ich meine, es gibt ja die These des Peter, die ja sehr viel an sicher, dass man sagt, warum nicht alle 50 Gefährder endlich abschieben? Ja, natürlich. Schau, es ist auch die Frage, das ist eine, ich würde das nicht so zuspitzen jetzt auf die Religion. Es gibt nämlich auch Muslime, die überhaupt keine Terroristen sind, ja, und die halt wandern und die halt irgendwo Arbeit suchen. Nur, wir sind am Höhepunkt. Ich finde, ich bin... Was heißt das, wir sind am Höhepunkt? Nein, ich sage das, wir haben eine Zuwanderung, sehr schnell, sehr viele, die da zugewandert sind, auch aus fernen Kulturen und fernen Religionen. Das kann man auch beobachten. Du meinst, mit dem am Höhepunkt der Zuwanderung, es muss jetzt bergab gehen? Es muss jetzt eigentlich eingebremst werden. Ja. Mhm. Und du hast natürlich auch bei diesen antisemitischen Vorfällen mit muslimischem Hintergrund, ja, was ich vor Jahren schon darauf hingewiesen habe, dass das auch eine antisemitische Problematik ist. Nicht nur jetzt der gewachsene Autochtone von links und von rechts und von wo auch immer es den gibt, sondern auch aus diesem Bereich religiös motiviert oder auch nicht religiös motiviert. Und ich finde, wenn es Bewegungen gibt, zum Beispiel aus einem sicheren Drittstaat, wie das letztlich Ungarn ist, nur um ein Beispiel zu nennen, dann sollte Herr Orban uns die nicht, sage ich jetzt zum x-ten Mal, aber ich sage es noch einmal, uns da nicht alle rüberschicken, sondern soll sich völlig selber um das kümmern. Entweder, dass ja, das tut er aber nicht. Ja, aber dann geht das wissen, nicht. Ja. Aber dann sind ja wir die Blöden. Ja, ja das, sind wir ja. Ja, das geht aber nicht. Und wenn der Nehammer und der Kahner da alle so verknallt sind in die ungarische Regierung und in den Orban, dann sollen sie sich völlig mit dem zusammensetzen und das einmal klären. Übrigens, der Kickl kennt das auch machen, ist ja auch kein Feind des Orban, der versteht sich auch gut mit ihm, weil er selber einmal gesagt hat, das beste Vorbild für Österreich ist Orban. Ja? Ja. So, aber das ist kein Vorbild, der sogar die Schlepper freilassen hat. Also ich sehe das eigentlich sehr umfassend kritisch und ich glaube, wir müssen aufpassen, was die fernen Kulturen, fernen Religionen, das ist etwas, wo man vorsichtig sein muss und überhaupt haben wir ein Limit erreicht, sowohl am Arbeitsmarkt wie bei der Wohnungssuche und überall. Dazu brauche ich nicht eine Festung. Ist ja sein, spannend, wenn du als wirklich prominenter SPÖ-Vertreter sagst, der Höhepunkt ist erreicht, ja. Das Limit ist erreicht. Weißt du, ab sofort darf keiner mehr rein oder soll abgeschoben werden. Ja, oder was ist jetzt deine Idee? Weil wir die Position haben, Integration vor Zuzug. Ja, und wenn du an eine Grenze der Integrationsfähigkeit stößt und der nähern wir uns jetzt in großen Schritten an, dann musst du das umsetzen, wenn du das versprichst. Das heißt, du musst dir was überlegen, dass wir da nicht ein bevorzugtes Zuzugsland sind. Ja? Und das haben
kann man zum Teil auch. Ja, und das, glaube ich, sollte man wirklich, und da sollten alle Parteien mitwirken, dass man dem zuvorkommt, weil die Bevölkerung das nicht akzeptiert. Josef Czap sagt, wir stoßen an die Grenze der Integrationsfähigkeit. Na, ich finde das spannend, was im Moment gerade tut, und zwar nicht nur in der österreichischen Sozialdemokratie, außerhalb von Babler, weil der Babler lebt nur immer in einer anderen Zeit. Der will nur immer aus ganz Österreich Dreiskirchen machen. Aber die Sozialdemokratie in Österreich, noch mehr in Deutschland, kommt jetzt plötzlich drauf, was Freiheitliche Scholz seit 20, 30 Jahren sagen, nämlich, dass die Zuwanderung zu viel ist und aus den falschen Ländern richtig ist. Jetzt kommt der Fall, die totale Kehrt. Scholz hat ja in einem Spiegel-Interview gesagt, nein, Massenabschiebungen hat er sogar, das Wort hat er in den Mund genommen. Plötzlich kommen Sozialdemokraten um die Ecken, nämlich wenn es jetzt schon fast 11:55 ist, weil wir überrannt werden zum Teil, siehe 2015, siehe zum Teil auch jetzt, überrannt werden. Und lieber Josef Czap, ich habe nicht von Muslimen gesprochen, ganz im Gegenteil. Da verwehre ich mich dagegen. Ich habe selbst muslimische Freunde. Wenn du in Favoriten, wenn du in Favoriten wohnst und dort am Viktor Adlermarkt essen gehst, dann hast du muslimische Freunde, zum Beispiel aus der Türkei, die ich dort gerne besuche und die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ich habe von Islamisten geredet, das ist ein Riesenunterschied. Genau. Ich rede von Islamisten. Und die müssen wir da erwischen. Woran erkennt man Islamisten? Ich meine, das sieht man nicht an der Nase. Gar nicht, du erkennst sie nicht, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, und da übernehme ich das jetzt, es ist zu Ende. Wir dürfen einfach keinen mehr einlassen. Um das geht es ja. Es geht keinen überhaupt niemanden. Keinen, außer, ich gebe zu, aus der Ukraine ist eine spezielle Situation, aber da kommen wir halt auch noch, dass uns nämlich der Herr Zelensky zwar was ist mit den Palästinensern? Das Gas abdrehen, aber die Flüchtlinge schicken geht auch nicht. Die in Kürze kommen werden. Was ist mit den Palästinensern? Nein, keine Aufnahme. Erstens kommen die nicht, weil die, gar nicht, gar nicht aus dem eigenen Land rauskommen. Ja, aber das wird schon noch passieren. Und zweitens bin ich der Meinung, dass in so einer labilen Situation, wo noch immer nicht klar ist, ob mit diesen palästinensischen Flüchtlingen, die möglicherweise kommen, dann wiederum ein paar Hamas-Terroristen mit uns einsickern. Es muss harte Kante sein. Und es muss endlich dazu kommen, dass wir hier erstens die Gefährder und alle, was da noch so herumrennen, sofort abschieben, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, keinen einzigen neuen Asylstopp, so wie das der Herbert Kickl und die FPÖ sagen. Asylstopp, wie das im Moment jetzt auch der Herr Scholz sagt, das ist ja ein dreifacher Purzelbaum der SPÖ, die der offenbar. SPD. SPÖ auch. Es ist ja nur mehr der Babler, ist ja der letzte Babler allein zu Hause, der sagt, es sollen alle reinkommen, ja, wir sollen Aufnahmen. Ja, Babler hat gesagt, die Aufnahmezentren sollen hier in Österreich sein und nicht außerhalb von Österreich. Er will hier Aufnahmezentren. Was bedeutet das? Im Schluss bedeutet das, dass erst einmal alle reinkommen und hier behandelt werden. Der Herr Babler, es gibt kein Zitat von Herrn Babler, wo er das korrigiert hat. Er sagt immer, oh, er ist so humanitär. Das hätte, soll er den Familien der drei erschossenen Opfern einmal in Wien entgegentreten und ihnen das erklären, ja, dass man weiter Leute einlassen. Ja. Und das geht's. Wir müssen spannende Frage. Ich kann also, viel Zeit ersparen, wenn du einfach sagst, ich mag den Babler nicht. Und alles. Nein, ich mag nicht seine Politik. Nein, du magst ihn generell nicht. Aber ist wurscht. Schau, mir geht es um was anderes. Politik, wenn der Scholz auf der Titelseite vom Spiegel sagt, wir müssen da jetzt massenweise abschieben und so weiter. Das Problem ist, und das sagt übrigens der Meinung, dass das der wichtigste Punkt ist, sie dürfen nicht in den EU-Raum kommen, weil dann ist das viel, viel schwieriger mit dem Abschieben. Und dann kommt noch was dazu, das wird nie dazu gesagt. Wenn einer kommt, haut er den Pass weg, kann sich nicht mehr erinnern, woher er kommt. Natürlich. Dann kann er auch nicht mehr abgeschoben werden. Ja, und dann ist er da und dann ist er länger da und nach irgendeiner Zeit kommt dann die Familie noch und dann sind sie alle da. So, und da das ist das Modell Problem. Da denen, dass man sagt, prinzipiell abschieben, wenn er keinen Pass hat. Ja, ich wollte das gerade ansprechen. Du wirst dir da jetzt einfach Strategien überlegen, damit dann dieses verbrecherische Geschäft der Schlepper, ja, die Toten in Kauf nehmen, nur damit sie einen Profit machen, dass das zerstört wird, indem das alles keine Perspektive, keinen Sinn mehr hat und gar nichts. Und dann muss ich noch was machen. Und dafür lege ich allergrößten Wert. Du wirst dir Gedanken machen müssen, dass die wirtschaftliche Situation in den Ländern, woher die kommen, das ist größtenteils aus Nordafrika zum Beispiel, ja, dass die so ist, dass die dort eine Perspektive haben zu bleiben. Ja, das kommt auch noch dazu. Das ist aber der Wohlstandskrise. Na Moment, nein, ganz nicht. Und dann kommt noch dazu, dass du außerhalb des EU-Raumes die Anträge stellen musst und dann wird man sehen, ob es zugelassen wird oder nicht und dann wird man trotzdem Josef, sehen, darf ob man es noch macht. Eine Gretchenfrage stellen? Klar, wenn jetzt wirklich eine palästinensische Flüchtlingslawine kommt, wann Ägypten die Grenze aufmacht, wann die da umgehen, kannst du davon ausgehen, dass die massenweise auch zu uns kommen werden. Soll man dann die palästinensischen Flüchtlinge, die ja arme Hunde sind, weil sie vor den Bomben der Israelis flüchten, soll man die dann aufnehmen
Oder sagst du, na, jetzt ist Schluss mit lustig, auch für palästinensische Flüchtlinge gilt ein Einreisestopp? Ich sag dir was, die werden nicht kommen, da bin ich deiner Meinung. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich die Zwei-Staaten-Lösung will und wenn ich haben will, dass selbst die Autonomiebehörde sagt, jetzt Gaza können wir nur dann regieren, wenn wir ein Staat sind. Und die wollen dort endlich den seit 1948 versprochenen palästinensischen Staat haben. Und zu Recht. Ja. Wenn das kommt, werden die natürlich dort bleiben, weil sie dort den Staat aufbauen wollen und dort leben wollen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, daher glaube ich, werden die nicht kommen. Das ist das Wort des Kreisgefans zum Allerheiligentag. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann diskutieren wir genau über das. Gut. Mit dem Kreisgefan und außenpolitischen Sprecher der SPÖ, lange Jahre, ja. Josef Czab, und dem sehr islamismuskritischen Peter Westenthaler. Wir reden über Israel, wir reden über den Terror, wir reden über die Frage, ob unsere Regierung richtig gehandelt hat, wie sie einen Waffenstillstand in der UNO-Resolution abgelehnt hat. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Letzter Einstieg an diesem Allerheiligen Feiertag mit einer Sondersendung, könnte man fast sagen. Weil alles andere ruht ja am Feiertag. Westenthaler gegen Czab. Wir legen eine Sonderschicht ein, sind für Sie auch am Feiertag da, freuen uns sehr, dass Sie uns heute wieder so zahlreich zugeschaut haben. Jetzt ist der Josef Czab als erster dran, weil er ja die längste außenpolitische Erfahrung hat an diesem Tisch. Schon bei Bruno Kreisky hat er sich für die Palästinenser und den PLO-Chef eingesetzt. Dann hat er, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, als außenpolitischer Sprecher der SPÖ für die Palästinenser gekämpft. Und jetzt steht er ein bisschen vor dem Scherbenhaufen seiner eigenen Politik, weil jetzt ist einmal nichts mit der Zwei-Staaten-Lösung, jetzt ist einmal nichts mit dem Palästinenser-Staat, sondern jetzt wird Gaza City bombardiert. Zu Recht? Ich sage dir mal Folgendes. Ich war damals Anfang der 80er Jahre in Beirut, habe mit dem Yasser Arafat Gespräche gehabt. Ich war ein Verfechter der Kreisky-Linie. Es ist richtiger denn je, was der Kreisky damals schon gesagt hat. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung kann im Endeffekt wirklich zu einem Frieden führen. Und da gibt es natürlich ein paar Hindernisse, die da sind. Das eine ist, gleich vorausschickend, ich bin gegen Antisemitismus, gegen Terrorismus. Ich finde, die Hamas arbeitet gegen die Palästinenser. Die wollen nicht eine Zwei-Staaten-Lösung. Die wollen Israel vernichten. Die wollen im Endeffekt einen Gottesstaat à la Iran. Daher sind sie zu bekämpfen, nur damit wir uns mal gleich richtig verstehen. Und bei der UNO hat es zwei Anträge gegeben. Ja? Ein Antrag hat sich damit auseinandergesetzt, Verurteilung des Hamas-Terrors, Freilassung der Geiseln, hat eine Mehrheit gehabt übrigens. Österreich hat da mitgestimmt für diesen Antrag, hat aber nicht mitgestimmt dann für einen zweiten Antrag, der dann die berühmten 120 Unterstützer gehabt hat, wo man gegen Terror, Waffenruhe, Verbesserung der humanitären Situation... Ja, für Waffen, sofortige Waffen. Ja, übrigens in der EU war es ähnlich gelagert, das Stimmungsbild. Und ich finde, eine Nichtzustimmung zu dem großen Antrag, nachdem er vorher gegen den Hamas-Terror Position bezogen hat in einem Antrag und abgestimmt hat und für eine Freilassung der Geiseln, eine Nichtzustimmung wäre auch möglich gewesen durch eine Enthaltung. Ich hätte das für klüger gehalten. Das wäre die Baerbock-Linie. Die Baerbock-Linie, und die Baerbock hat das auch begründet. Die hat gesagt, erstens einmal mit dem humanitären Aspekt, zweitens einmal, dazu brauchst du aber eine Waffenruhe, wenn du das auch umsetzen willst, den humanitären Aspekt. Und das ist jedenfalls ein Punkt, der, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und gegen Terror haben sie sich auch da drinnen ausgesprochen, für die Geiseln auch. Also das ist spannend. Das heißt, du kritisierst unsere Regierung und den Schallenberg dafür, dass sie dieser UNO-Resolution für den Waffenstillstand nicht zugestimmt haben, sondern du sagst, die hätten sich enthalten müssen. Gegenstimme war ja negativ. Sie hätten sich aber enthalten können, weil sie schon vorher bei einem Antrag, der zwar kein Zweidrittelmehrheit hat, dafür gestimmt haben. Also ich meine, das ist einmal ein Aspekt, den ich für ganz, ganz wichtig habe. Und die Baerbock hat das auch ganz gut letztlich also begründet. Schau, also die Entscheidung der Regierung war falsch.
Die Entscheidung, meiner Meinung nach, war die Entscheidung der Regierung für euch. Nicht zustimmen war in Ordnung, aber enthalten wäre die bessere Form der Nicht-Zustimmung gewesen. Peter Westenthaler. Also grundsätzlich muss man als neutrales Land sich bei sowas immer enthalten. Na, das kommt ja noch dazu. Das ist ja völlig klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was mir an dieser Resolution massiv stört, und daher wäre sogar ich in einen Gewissenskonflikt gekommen, wenn das stimmt, und ich habe keine gegenteilige Behauptung gefunden, dass in dieser Resolution es keine Verurteilung, ausdrückliche Verurteilung der Hamas gegeben hat. Ja. Und wenn das stimmt, dann kannst du da überhaupt nicht zustimmen. Ist das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Wenn das stimmt, es soll stimmen. Also ich bin ja nicht für Zustimmung. Nein, aber wenn dort die Hamas nicht verurteilt wird, ist ja völlig klar, dass du auch nicht für einen Waffenstillstand stimmen kannst. Und das nein, nicht. Ja, eben. Also die Frage ist, hätte man sich enthalten sollen oder war es richtig, dagegen zu stimmen? Ich bin immer der Meinung, bei kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem gesamten Erdball hat sich ein neutrales Land immer neutral zu verhandeln. Bitte. Und hätte natürlich genauso, wie das der Josef Schaub sagt, gebe dir recht, hätte sich enthalten können. Nur Österreich ist kein neutrales Land mehr, weil diese Regierung die Neutralität eh schon angeschafft hat. Nämlich im Ukraine. Nein, nicht gut, jetzt darf ich mal zu sagen. Dem kommen wir. Weil, nämlich im Ukraine-Konflikt. Ja, darf ich noch zu dem kommen, bitte. Da ist die Neutralität abgeschafft worden. Und daher ist es eh wurscht, was diese Regierung macht, weil sie wird nicht mehr als neutrales Land ernst genommen, solange es diese Regierung gibt. Eine neue Regierung wird sich wieder um die Neutralität kümmern. Herbert Kickl hat das in der letzten Sondersitzung ja ausführlich diskutiert, dass er Österreich zurückführen möchte, nämlich ins verfassungsmäßige Recht der Neutralität. Und auf das warten wir gerne. Aber darf ich schon etwas sagen? Es gibt nämlich Folgendes noch dazu. Der Außenminister Blinken, der wirklich eine korrekte amerikanische Außenpolitik in Bezug auf diesen Konflikt Palästinenser-Israel meiner Meinung nach verfolgt, der hat Folgendes gesagt. Er kritisiert die israelische Siedlungspolitik als Hindernis für den Frieden und warnte Netanyahu vor einer weiteren Expansion im Westjordanland. Da sind mittlerweile 115 Leute gestorben und da werden die Palästinenser gerade aus den Dörfern vertrieben. Das ist ja im Westjordanland. Ja. Dann kommt das Zweite, was er sagt. Die US-Regierung, so der Außenminister, werde sich unmissverständlich allen Handlungen entgegenstellen, die die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben. Das finde ich ganz, ganz deutlich, was er dazu sagt. Das heißt, die das wollen, ist auch deine Linie. Das ist auch meine Linie. Du willst jetzt endlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Ja, genau. Und jetzt kommt noch was dazu. Die New York Times hat folgendes Zitat. Israel kann nur gewinnen, wenn es die Regeln und Normen hochhält, die die Hamas so schamlos missachtet. Und ich finde, das ist auch ein Satz, der nicht unbedeutend ist. Und bevor wir jetzt zur Zwei-Staaten-Lösung kommen, die ja wichtig ist, und bevor wir dann zur Ukraine kommen, vorher noch die für mich entscheidende Frage an euch. Dieses Bombardement, das derzeit stattfindet, mit vielen toten Kindern, vielen toten Frauen und Familien auf der Flucht, ist das gerechtfertigt? Müssten wir als Österreicher da dahinter stehen, weil wir sagen, wir sind Israelis, wir wehren uns gegen diesen Terroranschlag, die Hamas muss ausgerottet werden und das ist halt ein Kollateralschaden, oder ist das nicht gerechtfertigt? Der Tod von Zivilisten, Frauen und Kindern kann nie gerechtfertigt sein, egal von welcher Seite. Ob das jetzt die Hamas ist, die am 7. Oktober in der Früh dort Kinder und Frauen massakriert haben, oder ob das die israelische Armee ist, die ohne Rücksicht auf Verluste dort Kinder und Frauen auch im Gazastreifen niederbomben. Beides ist nicht zu rechtfertigen. Beides ist abzulehnen aus der Außensicht. Und jetzt bin ich beim Hauptthema. Wir haben hier eine Außensicht. Wir sitzen da alle im gemütlichen Fauteuil, schauen uns den Krieg via Fernsehen an, via OE24 oder CNN, Partnersender, haben dort Live-Bilder 24 Stunden, wie dort die Bomben einschlagen. Wir sind aber nicht vor Ort. Wir können das nicht abschätzen. Wir wissen nicht, was sich dort wirklich abspielt. Es gibt nicht einmal mehr Kommunikation mittlerweile, die dort zusammengebrochen ist. Wir wissen es nicht. Ich glaube aber, dass Israel als demokratisches, humanitäres Land, was das ich jetzt bezeichnen will, eine Verpflichtung hätte, eben genau nicht so sein wie die Hamas, sondern nicht mit Auge um Auge, Zahn um Zahn vorzugehen, sondern eben sich andere Dinge einfallen lässt. Die ist ja auch passiert, muss man auch sagen. Die Verzögerung der Bodenoffensive dürfte ja ein Ergebnis dieser Diplomatie sein, auch der Amerikaner. Aber es ist schwierig. Es ist diese Situation für uns als Außenstehender überhaupt nicht. Man kann sie nicht auf eine Seite schlagen. Man muss neutral sein, meiner Meinung nach. Man muss aber solidarisch zu jenem Land sein, das sich verteidigt. In dem Fall ist es Israel, weil der Angriff kam ja von der Hamas. Und das ist der Punkt. Alles andere haben wir nicht zu entscheiden. Das wird dort vor Ort geregelt sein. Und am Ende
wenn ich mir allein die zahlenmäßige Überlegenheit der Israel-Armee anschaue, die ungefähr das 10- oder 20-fache an Mannstärke dort haben, wird das eine sehr einseitige Geschichte werden. Aber schaut, der Guterres, der ist der Generalsekretär der UNO, ja, hat sich also vehementes dagegen ausgesprochen, dass man da 1 Million Leute von Nordgaza nach Südgaza treibt, dann weiter bombardiert. Es gibt dort kein Wasser, es gibt dort keinen Strom, es gibt dort nichts. Und das sind Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, sagt der Guterres. Ja, da kannst du nicht, unter den Bedingungen überlebst nicht, und bombardiert wird auch noch im Süden. Und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, Südafrika will Untersuchung gegen Israel wegen Völkermord, und der spanische Minister will überhaupt haben, dass der Netanyahu demnächst in Den Haag dort angeklagt wird. Und jetzt sage ich aber noch was schnell dazu. Ja, schließt du dich damit, an? Nein, ich schließe mich gar nichts an. Ich bin der Meinung, der spanische Minister, dass der Netanyahu angeklagt wird. Ich sage dir nur, die Stimmen, die hier aufgetreten sind, und ich bin ein Kämpfer des Existenzrechts für Israel. Ich will haben, dass Israel nicht von innen her sich selbst schädigt, außen aber schädigt, so und sie haben ein Selbstverteidigungsrecht. Du siehst es so wie der Guterres. Das würde ich schon sagen, weil ich kann nicht die 1 Million runtertreiben. Das ist Völkermord, was da steht. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, du kannst, schau, der Guterres sagt, was er sagt, und die anderen sagen, was sie sagen. Ich finde, das geht nicht, dass man einfach so zur Tagesordnung übergeht, an ein paar LKWs unten in Rafah einlässt, und jetzt kommt noch was dazu, ja, damit man auch die richtigen Adressen, das ist Ägypten und Katar, die habe ich am Kicker. Da man muss sich die Artikel anschauen, ja, welches Doppelspiel Katar hier spielt, Katar ist auch unter Duldung Israel und der Amerikaner und auch Ägypten. Die Ägypter, die wollen halt kein Terror mehr in Ägypten. Ja, das verstehe ich schon. Einem gewissen Grad, ja, das verstehe ich schon alles. Aber weißt du, wenn wir schon das alles so diskutieren, dann müssen wir das machen. Vor kurzem war im Fernsehen Ehud Barak, 85 Jahre, der ehemalige israelische Ministerpräsident, der gesagt hat, und jetzt 2-Staaten-Lösung, jetzt sollen einmal die arabischen Länder schauen, dass in Gaza sich das stabilisiert, dann vielleicht die Autonomieverwaltung vom Abbas, die wollen wieder einen eigenen Staat dort. Also es gibt Pläne von den vernünftigen Kräften, aber der am meisten vernünftig war, der Yitzhak Rabin, der das sogar mit Obama ausgemacht hat, wurde ermordet von einem Rechtsextremisten aus Israel. Leider von einem Israeli. Ja, aber das finde ich ist die wahre Katastrophe, weil der wollte das durchsetzen, und da hätte man sich vielleicht wirklich aber viel erspart. Aber Josef, noch einmal, ist das legitim, was die Israelis jetzt machen, dass sie sagen, wir rotten die Hamas aus, indem wir Gaza City bombardieren, und wer dort nicht abhaut, ist selber schuld, wenn er erwischt wird von der Bombe? Oder ist das nicht legitim und ist das ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, wie du gerade vorgelesen hast? Ja, also ich finde, zu sagen, ich habe ein paar Stunden Zeit, dass 1 Million Leute in den Süden flüchten können, das ist nicht ernst zu nehmen als eine Hilfestellung oder den Versuch, dass man Zivilisten nicht dabei trifft. Dass man in einem Bodenkampf versucht, in die Tunnels einzudringen und die irgendwo zu finden und die unschädlich zu machen, für das bin ich schon auch. Ja. Also ich bin da nicht einer, der sagt, aber ich finde der Satz... Also für den Bodenkampf bist du, fürs Bombardement nicht, damit da das ich, richtig da verstanden. Bin ich, nein, also ich, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, es ist aber auch keine Lösung zu sagen, wie der Hamas-Gründer, der in Katar in der Hauptstadt sitzt und sagt, naja, jetzt sollen sie quasi die Älteren und die Mütter und die Kinder ihr Blut zur Verfügung stellen, quasi, die sollen dort bleiben, damit sie nicht niedergebombt werden. Also ich finde, das ist eine Unmenschlichkeit, der gehört gleich nach Den Haag verhaftet. Was macht Katar? Ich lasse ihn nicht raus aus dem Ganzen, aber wenn ich da der richtige Stützpunkt... Ja, von dort der Öl etc. Und da kommt man jetzt, das ist der drittgrößte, wir werden ja das nachher dann auch diskutieren, die drittgrößten Erdgasreserven der Welt. Und jetzt plötzlich sehen die Leute Katar mit ganz anderen Augen. Ja. So, ja. Und Katar macht jetzt, ich werde mich bemühen, dass die Geiseln freigelassen werden. Katar macht ein totales Doppelspiel. Wie hat einer gesagt, Brandstifter und Feuerwehr zugleich. Und genau die Politik machen die. Und daher kehren die vor den Vorhang. Und nicht nur Katar. Denn irgendwo muss dieser militante Teil, diese Mörder der Hamas, ihr Geld haben, die müssen haben, die Waffen, die sie gekauft haben, da sind Milliarden an Dollar hineingeronnen. Und ich finde, das ist der Punkt. Weil ich sage dir, du kannst jetzt nur mehr einfahren mit den Panzer, wieder bombardieren. Es ist unmenschlich. Ich finde, menschenrechtswidrig ist das, wenn da Zivilisten umgebracht werden. Aber ich sehe sicher, dass man ein bisschen versuchen muss, da diese ganzen Banditen zu finden. Aber nur das wird sich lösen, das Problem. Du brauchst eine Zwei-Staaten-Lösung und du musst das Geld abkappen, dass die Hamas nicht finanziert wird von den reichen arabischen Ländern. Peter? Also die israelische Regierung hat vorgestern, glaube ich, gesagt, es wird kein einziger Hamas-Terrorist
Soldat überleben, ein eisiger Hamas-Krieg. Sie werden jeden Einzelnen holen. Im Moment dürfte es auch fast so sein, wenn man hört, dass jeden Tag Strukturen zerschlagen werden, dass jeden Tag irgendein Anführer da sich zur Brust genommen wird. Und ich glaube, das sollte auch für notwendig. Die Kritik verstehe ich jetzt nicht ganz, dass Israel aufgerufen hat, nämlich ziemlich aufwendig mit Flugblättern, aber auch über die noch wenig vorhandenen medialen Instrumente, dass die Zivilbevölkerung in den Süden gehen soll. Das verstehe ich jetzt nicht. In drei Stunden? Nein, nicht drei Stunden. Es ist schon über Tage. Es geht schon über Tage. Sollen die dort bleiben in Gaza und als lebende Schutzschilder gelten? Das ist ja der nächste Unsinn. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, eine andere Umsiedlung zu machen, nämlich sie in den Süden der Westbank zu bringen. Das wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, weil dort ist viel mehr Fläche, viel mehr Land. Dort 6.800 Quadratkilometer. Das wäre wahrscheinlich einfach... Es sind ja überraschend viele in Gaza City geblieben. Und dort fallen auch keine Bomben. Und die werden halt jetzt bombardiert, leider. Ja, das ist aber... wir wissen es aber auch nicht. Das darf man nicht so... Man darf nicht immer alles... Seit dieses Flächenbombardement seit ein paar Tagen stattfindet und die ersten Bodentruppen da hineinmarschiert haben, gibt es keine Infrastruktur, überhaupt keine mehr. Das heißt, alles, was von dort rausgetragen wird, muss man schon aufpassen, ist im Wesentlichen Propagandakanal der Hamas. Also auf den dürfen wir auch nicht auf den Leim gehen, das möchte ich schon da auch sagen. Nämlich, es gibt keine offiziellen Quellen, die sagen, es sind jetzt so und so viele Frauen und Kinder umgekommen. Viele, aber vielleicht nicht in den letzten Tagen, wir wissen es nicht. Vielleicht sind doch mehr Menschen in den Süden gegangen, als man glaubt, weil dort die Lager, die dort stattfinden, sind überfüllt. Also dort müssen sich hunderttausende Menschen aufhalten. Schlimm genug, die Zustände auch schlimm genug, aber sie überleben dort wenigstens, weil dort nicht bombardiert wird. Und das muss man jetzt einmal schon zugute halten, dass das passiert ist. Da hat Israel meiner Meinung nach einen richtigen Schritt gesetzt, hier zu warnen die Bevölkerung, dass sie weggehen. So, und jetzt ist eben das vorbei. Sie haben noch immer nicht die große Bodenoffensive gestartet. Sie operieren derzeit, wenn man so sagen kann, mit chirurgischen Vorstoßmäßig, damit sie die Strukturen dort zerstören. Ich bin kein Kriegsherr, ich weiß auch nicht sein, ich will es auch gar nicht sein, weil das ist grauslich genug. Ich schaue mir das an und kann es dann nur bewerten und kommentieren. Mehr kennen wir da. Aber verstehst du den Unmut? Bist du auf der Seite von Israel oder bist du auf der Seite der Israel-Kritiker jetzt? Ich bin noch nach wie vor und ich stehe dazu auf der Seite von Israel. Das müssen sie machen, das ist das Verteidigungsrecht, das Selbstverteidigungsrecht, auch bis zum heutigen Tage. Warne nur davor, dass je länger das dauert, sich die Meinung zu drehen beginnt. Also wir haben heute eine völlig andere Meinung wie am 8., 9. oder 10. Oktober, wo wahrscheinlich 100% gesagt haben, furchtbar, was da passiert ist, jetzt stehen wir alle zu Israel. Das beginnt sich schon Josef, zu drehen. Josef, bist du noch so wie der Peter Westenthaler voll auf der Seite von Israel oder beginnst du zum Israel-Kritiker zu werden? Nein, ich bin grundsätzlich auf der Seite des Existenzrechts Israels. Ja? Und ich würde dafür kämpfen, dass es wirklich auch in Zukunft ein Israel gibt. Das ist doch logisch. Die Frage, ich bin aber nicht auf der Seite der Netanyahu-Regierung. Und der Lapid zum Beispiel, der Oppositionsführer, gesagt, ich würde in das Kabinett gehen, in dieses Kriegskabinett, aber solange die Rechtsextremisten, die Religiösen drin sind, gehe ich nicht rein. Der Benny Gantz ist reingegangen, ja? Okay, der kann das jetzt alles mitverantworten. Der Netanyahu trägt die Verantwortung, dass im Süden die Truppen abgezogen wurden, um die extremistischen Siedler in der Westbank zu unterstützen. Also innenpolitisch bist du ein Israel-Kritiker, aber was das Existenzrecht von Israel anbelangt... Ich bin innenpolitisch auf der Seite der Hunderttausenden, die damals demonstriert haben gegen den Netanyahu. Der Blinken hat das übrigens unterstützt, der hat gesagt, dem Netanyahu-Kabinett gegen Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Gewaltenteilung dürfen sie nicht auftreten. So, jetzt bist du sehr stark mit Katar ins Gericht gegangen, völlig zu Recht. Und damit haben wir am Schluss noch das Thema des zweiten Konflikts, nämlich Ukraine-Krieg. Und bitte? Darf ich Sie auch was sagen? Ja, gerne, aber ich wollte... Du hast ein ausführliches Schlusswort, bitte? Die Redezeit ist ein bisschen anders verteilt, aber ist ja wurscht. Bitte, also Peter Westenthaler fühlt sich unterrepräsentiert. Mir geht es im Ukraine-Konflikt über diese, im Moment und vielen... vielleicht sogar allen Österreichern so, diese Kaltschnäuzigkeit, mit der der Herr Selenskyj da jetzt den Gashahn Österreich abdreht, so nach dem Motto, Gas schicke ich keins mehr, aber die Flüchtlinge können es gerne aufnehmen. Das ist schon ein besonderes Gusto-Stückerl, das man sich da anschauen muss. Es ist ein Riesenskandal, dass sich da jetzt in der EU niemand äußert, sich dagegen niemand wehrt, weil was kann bitte schon Österreich und die Europäische Union dafür, dass der jetzt da den Gashahn abdreht, nur weil es ihm gerade so passt und weil er in Wahrheit aus dem Scheinwerferlicht der internationalen Medien weg ist. Schaut halt keiner mehr hin im Moment dort zu sein Krieg, aber es schauen halt alle im Moment nach Israel und nach Gaza. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Wir schicken 50 Milliarden, nämlich die Europäische Union meine ich mit mir,
bis jetzt 50 Milliarden Euro da oben. Jetzt wird gerade diskutiert, nämlich beim letzten Treffen der Regierungschef, noch einmal 100 Milliarden, noch einmal 100 Milliarden aufzunehmen, wovon die Hälfte, also nochmal 50 Milliarden, wieder in die Ukraine kommen. Und dann stürzt er da hin und sagt, er trat uns ab Ende 2024 das Gas ab. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, was in dem gefahren ist. Ich war von Anfang an ein Kritiker von Ihnen, aber das kann man sich nicht gefallen lassen. Und Gott sei Dank ist es so, dass mittlerweile in den Vereinigten Staaten, hauptsächlich aber auch in Europa, die Unterstützung und Solidarität mit dem Herrn Zelensky, nicht mit der Ukraine, sondern mit dem Herrn Zelensky zu bröckeln anfangen. Wenn der so weitermacht, wird er es mit allen verscherzen. Und vielleicht ist das sogar der richtige Input, dass es endlich zu einem Frieden da unten. Also ich fühle mich als der Sprecher der Steuerzahler. Und als österreichischer Steuerzahler, genauso wie die Steuerzahler der gesamten Europäischen Union und in den Amerika sowieso, buttern die Milliarden in die Ukraine hinein. Und ich will endlich einmal wissen, was geschieht mit dem Geld. Es soll endlich einmal dargestellt werden. Und zwar im großen Stil. Super, da ist der Verteidigungsminister als Korruptionist zurückgetreten. Dort gibt es der korrupte Partei. Ja, der sagt, na natürlich, ja, der Juncker, der ehemalige Kommissionspräsident, hat gesagt, das ist überhaupt das korrupteste Land, das auf lange Zeit nicht in die Europäische Union eintreten kann. So, das hat... Ich sage jetzt wieder meiner Fangemeinde, ich bin da natürlich grundsätzlich der Meinung, Aggressionskrieg zu verurteilen, am besten Putin war nicht mehr der Präsident, wenn wir gerade reden, ja, ist eh alles völlig klar. Nur, das ist ein 200-Millionen-Volk mit 6.000 Atomsprengköpfen. Und ich würde schon davor warnen, die Eskalation so weit zu treiben, bis es unter Umständen zur atomaren Auseinandersetzung kommt. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich frage mich, wann der Herr Zelensky die anstehenden Wahlen für die Präsidentschaft in der Ukraine macht. Der kann sich ja nicht ewig ausreden auf den Kriegszustand. Also ich möchte nur eines sagen. Das ist Steuergeld. Er sagt, er vertritt die Werte. Unsere Werte, ja, Vertreter, nämlich dann soll er es auch vertreten. Und da gehört aber das nicht dazu, was er sozusagen im Rahmen dieser ganzen Korruption da zu vertreten hat. Und jetzt sei mir nicht besser, weil du gerade so schaust. Ja, die Werte, die Israel vorgibt zu vertreten, ich kämpfe für das demokratische Israel. Und ich bin der Meinung, es sollte der Demokratie sein wie Israel. Und deswegen hat der Blinken damals gesagt, er warnt das Netanjahu-Kabinett, dass sie gegen Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Gewaltenteilung und Minderheitsrechte auftreten. Im Zuge der Justizreform. So, sagt der amerikanische Außenminister. Ja. Und wenn die das nicht machen, und wenn der weiter nachgibt, diesen religiösen Rechtsextremisten, der Netanjahu, ja, dann braucht mit mir keiner mehr reden über die Werte des Westens, die in Israel vertreten werden. Aber der Zelensky nicht bald berücksichtigt die Werte des Westens. Sagt der Vertreter und Außenminister jenes Landes, das über Jahrzehnte den Terrorismus in dieser Region finanziert hat. Das sollte man einmal sagen. Ja, wir ja auch. Das ist eine ziemliche Heuchlerei vom Herrn Blinken. Wir haben sie auch Gott sei Dank ist der nächste Jahr Geschichte. Nein, Moment. Ja, wenn du den Trump zurückhaben willst, wünsche ich dir alles Gute. Ich brauche ihn nicht. Trump sagt, er regelt den Konflikt in 24 Stunden. Ich will da keine anti-amerikanische Stimmung, um Gottes Willen. Ich bin der Meinung. Wenn das glaubt, glaubt er. Nein, das war aber richtig, was er gesagt hat. Diese Aussagen, diese Scheinheiligen da. Das geht man schon bis daher, ihre moralisierenden Aussagen, die aus daherkommen, die sind schuld für die Konflikte, für die Hauptkonflikte. Der Freund vom Kurz, der Netanjahu. Weil sie das jahrzehntelang finanziert haben, die haben den Saddam Hussein finanziert, die haben den Gaddafi finanziert, die haben alle finanziert und dann plötzlich auf einmal wollen sie nichts mehr davon wissen. Und es gibt auch Quellen, die sagen, die haben einen Palästinenser. Entschuldigung, der Hauptfinanzier des Gazastreifens war Europa und die EU. Mit einer Hauptfinanzier. Und man sagt, dass so eine große Nummer sind wir nicht aus Europa. Und Katar. Hamas geflossen. Ja, aber so eine große Nummer sind wir in Europa. Naja, wenn wir jetzt von den anderen abschauen, ich rede jetzt von der Aber Peter, lieber Peter, lass es den Blinken. Also du bist auf die Amerikaner schlecht zu sprechen. Nein, auf die Regierung. Sei froh, dass es jetzt einen Außenminister gibt und sogar der Biden, die da eine vernünftige Linie entwickeln. Ansonsten könnte man über die amerikanische Demokratie noch viel diskutieren, wo im Kongress und im Senat nur lauter Milliardäre sitzen. Der Herr Biden, ja, das wollen wir jetzt nicht, weil das geht zu weit. Aber der Herr Biden finanziert natürlich den Ukraine-Krieg weiterhin und hat gegen heftigen Protest diverser Senatoren und Abgeordneter nach wie vor dort die nächsten 50 Milliarden für die Ukraine und 100 Milliarden für Israel. Ich sage nur 10 Prozentpunkte hinter Trump. Das ist der Untergang. Diese ganze Ukraine-Kiste. 10 Prozentpunkte.
Das ist ja nicht nur, dass er ein Tatterkreis ist und sich nicht mehr auskennt so richtig, sondern die politischen Inhalte gemessen ist das, gerade diese Ukraine-Unterstützung, die in Amerika die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr mitträgt, schon lange nicht mehr mitträgt, weitere Milliarden, aber im Inland nicht, das ist der Untergang des Herrn Biden. So, und weil jetzt Allerheiligen ist und weil es spät ist, die meisten morgen ja Gott sei Dank ausschlafen können, kommen wir zum Punkt. Was soll in der Ukraine passieren? Du sagst Schluss mit der Unterstützung der Ukraine, kein Geld mehr für die Ukraine, Druck auf die Ukraine, dass Friedensverhandlungen stattfinden, Schluss mit den Sanktionen. Habe ich das richtig verstanden? Da könnte er sie wichtig machen, wenn der Herr Blinken das alles ernst nimmt, was er da moralisierend von sich gibt, wenn er nach Israel fliegt für Tagesausflüge, weil mehr ist ja nicht. Dann, wenn er das ernst meint, dann muss er sich hinsetzen, den Herrn Zelensky sich einmal an die Brust holen und sagen, lieber Freund, jetzt haben wir Milliarden eingebuttert, jetzt ist einmal Schluss mit deiner Kriegstreiberei, sondern jetzt ist einmal Zeit, dort einen Vorschlag zur Friedensgestaltung zu machen. Wie kann das ausschauen? Das geht nicht mehr so weiter, dass das wollen die vielleicht nicht, weil ja die ganze Waffenindustrie davon extrem profitiert. Ja, aber deswegen sage ich ja, Amerika und Moral, das passt nicht ganz zusammen mit der jetzigen Regierung, weil in Israel moralisieren und dann auf der Seite von Zelensky Krieg führen, das passt nicht richtig zusammen. Daher bin ich der Meinung, es muss dieser Krieg so rasch wie möglich beendet werden und man wird sich darüber verständigen müssen, wie eine Ukraine neu ausschauen kann. Und das muss man mit Russland verhandeln. Ja. Und da ist Amerika als Unterhändler so ins Irgendwem einsetzen, vielleicht wieder den Herrn Atatürk, weiß ich nicht, aus Istanbul. Vielleicht ist er wieder bereit. Nein, ich weiß es ja nicht. Aber es muss endlich ein Ende sein, den Korruptionisten in Kiew das Geld zu schicken. Ich bin für ein differenziertes Amerika-Bild. Es gibt so ein Amerika und es gibt so ein Amerika und da musst du unterscheiden und du kannst nicht glauben, dass Amerika besteht nur diese verrückten Trump-Republikaner. Also da muss man mal unterscheiden. Ja. Im Moment der Biden, das will ich mal sagen. So, jetzt sage ich es noch einmal, weil ich da aber kritisiert worden bin. Ich bin sowohl in Israel für eine humanitäre Waffenruhe, damit dort für die Zivilbevölkerung... Also da bist du jetzt für eine Waffenruhe. Du ja, bist für eine humanitäre Waffenruhe. Ja. Genau, da bin der Meinung... Da muss man die Zivilbevölkerung... Also und Israel ist für eine Waffe. Ja, das heißt ja nicht, dass dann unter bestimmten Bedingungen, wenn das alles und weitergeht... Und dann den Versuch einer Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist sowieso Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn die Hamas immer noch die Kraft hat, dass sie da israelische Bürger bedroht oder tötet, na, dann wird es halt wieder einen Gegenschlag geben in einem anderen Ausmaß. Und die eine Seite. Ja. Und bei der Ukraine bin ich der Meinung, wenn man keinen dritten Atomkrieg haben will und nicht weiter die Wirtschaft geschädigt wird und nicht weiter, dass man da mal eine Waffenruhe anstreben sollte. In beiden Fällen hat Waffenruhe nichts mit Kapitulation zu tun, weil das der Netanyahu gesagt hat. Nein, so eine Waffenruhe, wenn man sich nicht bei Verhandlungen einigt, dann geht es weiter. Aber du wirst nur das zustande bringen, wenn mitwirkt, auch wenn die ganz Großen der Welt da mitwirken. Weil ich finde, am besten war den Putin, gäbe es überhaupt nicht mehr. Und du hast dort einen komplett anderen Führer. Wir haben heute Allerheiligen und nicht Weihnachten. Also aber bei aller Söhne wird es passen. Bitte, ja. Bei aller Söhne wird es Schluss, Peter. Eine Waffenruhe wird es deshalb, nämlich im Ukraine-Krieg, Waffenstillstand heißt nicht geben, weil wenn du mit Heeresangehörigen, Experten und Nachrichtendienste nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera sprichst, dann sind sie sich ziemlich einig, dass die Ukraine den Krieg verloren hat bereits am Schlachtfeld und dass es nur mehr Wochen dauern wird, bis auch offiziell das Ende da ist. So ist es. Und trotzdem bist du dafür, dass wir die Unterstützung für die Ukraine stoppen? Ja, dass wir die Sanktionen aufheben. Das heißt, dass du nimmst in Kauf, dass die Ukraine den Krieg gegen den Aggressor Russland verliert. Dass es echte Friedensverhandlungen gibt, aber offenbar kapiert das der Herr Zelensky. Es wird keine Friedensverhandlungen geben. Der Herr Zelensky hat es im Moment in der Hand zu sagen, ich bin bereit, mit Russland in Friedensverhandlungen einzutreten. Das tut er nicht. Er sagt, bis zum letzten Mann, bis zum letzten jungen Mann, weil das sind im Moment lauter 17, 18-Jährige an der Front in der Ukraine, die dort sterben, wie die fliegen. Das ist der Punkt. Und es geht mir nicht, dort Geld hinzuschicken, weil das versickert in Korruption. Bei den Korruptionisten da unten, die stecken sich das ein, die wissen, jetzt haben wir den Krieg verloren, jetzt flüchten wir mit dem Geld, das ist die Wahrheit, das ist unser Geld, das sie dort einstecken und Kriegsgerät schon gar nicht, weil mit noch mehr Waffen wirst du nicht weniger Krieg, sondern mehr Krieg bekommen und daher wird aber sich das, ich glaube, dass diese Geschichte... Der Vollständigkeit heuer soll man schon dazu sagen, es sind auch Kriegsverbrechen, für die der Putin verantwortlich ist. Und es war ein völkerrechtswidriger Aggressionskrieg. Das muss man immer wieder für das musst du deine Twitterier sagen. Ja, richtig. Damit er nicht hingerichtet wird. Die mir wurscht sind, nicht auf Twitter. Das war's für heute Abend. Das war Allerheiligen, eine Sonderausgabe Peter Westenthaler und Josef Czap. Ich hoffe, es war für Sie ein halbwegs spannender Abend. Apropos, wenn Sie die beiden Herren gern sehen, morgen gibt es ein kleines Da Capo. Denn morgen gibt es am Allerseelentag eine neue Umfrage. Seelen?
Alles sehen. Ja. Gut. Und dazu die Analyse von Chapp und Westenthaler, was das für die nächsten Wahlen bedeutet. Besonders spannend, weil es ja vielleicht, wie wir heute diskutiert haben, zu einer Vorverlegung kommen könnte. Also morgen neue Umfrage, wie steht's? Ist die FPÖ schon bei 30% oder noch nicht? Ist die SPÖ noch immer bei 24% oder gar 25%? Und fällt die ÖVP unter 20%? Das alles morgen bei Fellner Live und danach die Analyse dieser beiden politischen Schwergewichte. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, schönen Feiertagabend noch. Wir sehen uns morgen wieder.